Hallo und herzlich willkommen bei Kaffee mit Sashi. Ich bin heute wieder bei meinem Bruder Herz Olli und wir machen ein neues Video für euch. Ja, moin zusammen Leute. Ja. Ganz schön schnell diesmal wieder. Muss ich auch sagen, aber es freut mich. Aber wir haben uns vorgenommen, nach der Durchstrecke Anfang des Jahres bis Mitte des Jahres, dass wir doch wieder ein bisschen mehr zusammen machen wollen jetzt. Auf jeden Fall. Bis Ende des Jahres. Und wir haben ja auch erst. Wir haben ordentlich, genau. Wir haben auch genügend Stoff für die nächsten Wochen und Monate, ja, ne, Olli? Ja. Prost. Prost erstmal. Aus einer guten Tasse hier aus Berlin. Ja, nochmal danke, Kali. Ich habe heute deine Tasse am Start. You are leaving the American sector. Ja. Das war auch ein Lied in dem Film Kalt wie Eis. Ist ein deutscher Film von 1980, 81. Spielt in Berlin-West. Okay. Ist so ein typischer Szene-Insider-Film, so mit alten Punk-Bands, extra breit, spielt ein Soundtrack. Erste Entstehung der neuen deutschen Welle und so. Mhm. Ja, und da spielt auch dieser Disco-König von Berlin, dieser Rolf Eden, kennst du vielleicht auch. Ja. Der spielt auch. Mit. Vom Sehen kenne ich den. Und da gibt's ein Lied und das geht You are leaving the American sector. Und so weiter, ist ein Punkstück eigentlich. Okay, aber das war mal wieder eine Nebenbei. Das war mal wieder eine Nebenbei, Geschichte. Genau. Wir kümmern uns heute um die 10 erfolgreichsten Filme des Jahres 1987 in deutschen Kinos. Ja, und kommen dann auch so langsam dem Ende der 80er entgegen. Absolut. So ein bisschen Wehmut kommt schon langsam auf, weil das Format läuft ja bei uns bestimmt schon mindestens ein Jahr, was wir jetzt machen. Ja, ich das hat ja meine Frau letztens auch gesagt. Ihr seid doch eh schon ein Jahr dabei. Ich glaube sogar anderthalb, ey. Naja, das glaube ich auch. Es ist natürlich ja so, wir drehen das ja nicht in eins weg, sondern wir haben ja zwischendurch immer wieder anderes, ja. Mit Challenge, dann haben wir Greifen in die Filmsammlung. Jetzt haben wir auch noch irgendwelche Ranking-Videos am Start. Ja, und da haben wir so viele Ideen, also wie gesagt. Ja. Ja. Mir fiel heute auf der Arbeit auch noch ein, was auch noch ein Mel Gibson Ranking. Ja, wäre auch noch was. Ja. Für den nächsten haben wir ja auch schon was, das nächste Ranking. Oh, ja. Das wird auch spannend. Also wir haben mindestens schon, ja, jetzt wenn du Mel Gibson sagst, 3 auf jeden Fall schon mal auf Halde. Ja. Würde ich sagen. Ja. Ich möchte noch mal so eine kleine Nachlese machen zu dem Arnold Schwarzenegger Video, was wir ja gemacht haben, Olli und ich. Wir haben ja unsere 8 Top-Filme gerankt und es ist natürlich so, wie ganz viele von euch auch geschrieben haben und das haben wir auch kurz erwähnt im Video, es ist eigentlich unmöglich, Arnold Schwarzenegger Filme zu ranken. Ganz genau. Das ist einfach so und es können nur Nuancen sein. Es ist auch bei mir so, auch ein T2, der bei mir jetzt nicht mit drin war, gehört für mich eigentlich auch in die Top 8, aber genauso auch Terminator 3. Ja. Den ich absolut top finde. Da sind wir beide ja wieder sehr eigen, im Gegensatz zur großen Masse. Ja. Wir finden den ja wirklich gut. Ne? Absolut. Weil das ist, also, wer sagt, also das ist Action-Unterhaltung pur, finde ich. Pur, ja. Ja. Ich glaube, auch da war es wieder hauptsächlich die Erwartung, dass man gesagt hat, ich erwarte genau so ein Ding wie T2. Genau, ne? Hat man erwartet. Wobei ich für mich, wie gesagt, nach wie vor keine großen Unterschiede da ausmache. Ja, und wo wir gerade beim Thema ungeliebte dritte Teile sind, ich bin jetzt auch in einer kleinen, aber feinen Facebook-Gruppe. Ja. Die hat gerade mal 300 Mitglieder. Ja. Und da ging es heute um das Thema Halloween 3. Und in dieser Gruppe ist die Mehrheit der Meinung, das ist der beste der Serie. Ja. Finde ich ja auch nach wie vor. Ja. Ich ja auch. Schon also immer. Ich finde auch, der hat wesentlich mehr Tempo und auch viel mehr Kreativität als 1 sogar. Ja. Das ist einfach so. Also ja, klar. Und ich finde es ja immer wieder spannend. Ich meine, jeder für sich und ihr wisst das, Meinung und Toleranz, bla bla bla, blub, muss man nicht extra sagen. Aber ich finde es echt spannend, wie diese für mich absolut langweilige Figur Michael Myers und auch die Halloween-Serie so viele Jahrzehnte Bestand haben konnte. Wirklich. Es ist mir für mich ein komplettes Rätsel, weil ich schnarche fast bei jedem Film von Halloween weg. Ja, also vor allen Dingen bei den späteren. Ich habe auch ewig, ehrlich gesagt, kein Halloween außer 3. Ja. Und 2 habe ich mal gesehen, aber das ist auch schon wieder 2 Jahre her. Bei 2, der so hart war irgendwie früher, der war ja auch beschlagnahmt, mittlerweile ist er ja frei. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen, den habe ich zum letzten Mal gesehen, glaube ich, vor einem guten Jahr und muss sagen, boah, den hat's da aber ganz anders in Erinnerung, weil auch der hat solche Längen. Mhm. Der hat solche Längen, wenn Laurie Strode da im Krankenhaus liegt und es passiert nichts, wo ich mich immer frage, Michael Myers weiß jetzt, sie ist im Krankenhaus, er schleicht rum, aber nichts passiert. Also er wird nicht tätig. Ich frage mich immer, ob der irgendwo schläft in irgendeinem Krankenbettzimmer. Keine Ahnung. Ja, also es ist tatsächlich solche Leerläufe in diesem Film. Also du möchtest das mit den Worten, andere würden sagen, der ist schlecht gealtert.
Ja, er wirkt auf mich leider nicht mehr so gut wie früher. Ja. Aber das kommt vielleicht auch daher, weil ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, da war ich 10 oder so. Und auf Kinder wirkt sowas natürlich immer nochmal ganz anders. Das stimmt, das stimmt. Ich meine, Spannung kommt dann auf, wenn Michael Myers wirklich Laurie Strode, finde ich, durch die Gänge im Krankenhaus verfolgt und sie haut ab, humpeln. Ja. Ja. Das, finde ich, ist spannend gemacht. Natürlich. Aber leider hat der Film für mich zu wenig von diesen Szenen, zu wenig dieser Spannung. Weil natürlich auch die Musik immer eine Rolle spielt. Ja, natürlich, dünn, ja, absolut. Und dann ist es natürlich gewesen, um nochmal wieder auf Arnie zurückzukommen, es ist schon so, wie wir das prognostiziert haben, fast alle haben T2 in ihren Top 10 oder Top 8 drin, viele auch ganz hoch gerankt. Tatsächlich hat mich das sehr überrascht auch, dass so Filme wie Ollis erster Running Man oder auch meine Filme, die ich mit drin hatte, End of Days oder auch The Sixth Day, fast überhaupt keine Rolle gespielt haben bei vielen. Ja. Also sind echt so die üblichen Verdächtigen. Ne? Aber ich glaube, es ist einfach auch zu schwer. Ja, Arnold Schwarzenegger. Es ist zu schwer. Weil ich persönlich bin der Meinung, dass welcher Arnie-Film, außer von den neueren jetzt, sage ich mal, hat dann schon große Schwächen. City High ist für mich persönlich nicht so ein starker Arnie-Film. Nein. Für mich persönlich. Ich habe auch gelesen, andere haben den auch ganz oben. Haben ihn auch gerankt, ja. Fand ich persönlich jetzt nicht so toll. Also kann man gucken. Ja. Gehört aber auch nicht zu dem Film, wo ich jetzt sage, lande nie wieder im Player. Also, das ist auf keinen Fall. Ich muss sagen, City High war wirklich einer der Filme, wo ich relativ früh gesagt habe, der wird das auf keinen Fall in die Top 8 schaffen. Ja. Der ist gut, keine Frage, aber lange nicht so gut wie die Dinger, die wir so hatten. Nee, natürlich. In unseren Top 8. Nee, bestimmt. Ne? Ja. Gut, Leute, auch heute gibt es wieder eine Schnabulierplatte. Ja, genau. Dann willst du sie präsentieren. Ich präsentiere sie. Ich nenne sie auch liebevoll die Nüsse und Stangenplatte. Ja, da ist sie. Ja, es gibt Stänkchen, Nüsse. Nüsse mit Stänkchen. Ja, jetzt kann jeder denken von euch, was er will. Ich muss sagen, da auch heute wieder ein Danke an meine geliebte Frau. Absolut, vielen Dank. Ich liebe dich. Ich auch. Dein Schwager. Olli, wir kümmern uns heute um das Jahr 87. Ja, genau. Ja? 87, ich persönlich bin der Meinung, was die Top Ten angeht, ging es langsam bergab jetzt. Es gab in dem Jahr echt gute, gute Filme, aber die meisten von denen sind leider nicht in den Top Ten, sondern darunter. Und das hätte ich bei einigen Filmen niemals gedacht, dass die so weit unten sind. Wenn man das jetzt liest, ich denke, dann denkst du, was, das kann aber nicht sein. Hm? Das Franchise, das ist doch so erfolgreich. Also ich muss sagen dazu, wer unser Format hier noch nie gesehen hat, es geht jetzt darum, wir stellen euch jetzt gleich die Top 10 vor, die offiziellen aus dem Jahr 87 aus deutschen Kinos, mit den Besucherzahlen. Und dann machen wir es immer so, dass Olli nochmal 3 Filme präsentiert und ich 3 aus den Top 100. Genau. Wo wir sagen, das ist interessant, mal darüber zu reden, über den Film. Genau. Und die Filme sind für uns vielleicht interessanter und besser als einige, die in den Top 10 sind. Und da sind ein paar drin. Ja. Diesmal. Wie immer, Wiederaufführungen werden nicht mit reingerechnet. Genau. Die haben wir rausgezählt. Genau. Weil das Dschungelbuch wurde zum 10. Mal wieder aufgeführt in dem Jahr und ist wieder in den Top 10. Den haben wir jetzt rausgeschmissen und dafür ist Platz 11 nachgerückt, auf 10. Ja, ne? Genau. Jo. Es war aber auch, glaube ich, in der Liste so verzeichnet schon. Dschungelbuch haben die gar nicht nummeriert gehabt. Nee, das war, glaube ich, grün markiert. Das war grün markiert, genau. Grün markiert. Olli hat auch gesagt, Urweg Orange war auch da in dem Jahr. Ja, und noch irgendeiner. Genau. Ich weiß nicht welcher. Ja. Aber wir gehen nachher sowieso ganz danach nochmal einen Überflug über die Gesamtliste. Ja, Olli liest nochmal aus der Liste so ein paar Filme vor, die auch in dem Jahr sehr interessant in den Top 100 waren. Ja. So, wir fangen an und zwar mit Platz 10, Olli. Ja. Der offiziellen Kinocharts Deutschland 1987 und das war auf Platz 10 Police Academy Teil 4 mit 2.235.128 Zuschauern. Immer noch über 2 Millionen Zuschauer. Olli holt ihn nicht raus, wie ich sehe. Nee, bei mir hat das ja nach Teil 3 geendet, weil das der erste Film war aus der Serie, da bin ich auch im Kino eingeschlafen. Ja, das hast du ja schon mal erzählt, die Geschichte, wie du sozusagen beim großen Finale, die Ballonjacht, eingeschlafen bist. Ich frage mich tatsächlich auch, wie kann man ein großes Finale denken, man inszeniert das Finale in so einem Film temporeich, in dem da irgendwelche langweiligen Ballons hintereinander herfliegen, verstehst du? Vielleicht haben sie sich auch gedacht, Ballons hatten wir auch noch nicht, ne?
Wir können ja nicht schon wieder mit irgendwelchen Speedbooten oder Dingern am Strand rumheizen oder ja, mal was anderes. Wollen wir die Platte nicht hier hinstellen? Weil ich komme da ja gar nicht. Nee, Olli kommt nicht an die Nussplatte und er will an Nüsse und Stangen ran. Ein Stänkchen im Mund hätte ich jetzt gern. Ja, Olli möchte gerne eine Stange in den Mund nehmen. Hier, Kiesestange. Und ja, Police Academy 4 fällt natürlich schon kräftig ab, wie ich finde. Wow. Ja. Es ist ja schon so, dass auch vom Hauptcast aus Teil 1 und 2 viele Leute fehlen hier. Viele neue kommen nach. Es geht ja um diese zivile Bürgerwehr, die da auch irgendwie kommt. Du weißt gar nichts mehr, ne? Nee. Irgendwie, da dürfen ja, genau, irgendwie so ist das. Also ja, wie gesagt, das ist auch so ein Film, den habe ich, glaube ich, zweimal in meinem ganzen Leben gesehen. Ich habe ihn ja in dieser Gesamtbox von Police Academy und finde, das ist schon ein schwacher Vertreter, allerdings noch nicht so schwach, lange nicht so schwach wie Teil 5 und 6. Also das wird nochmal wesentlich schlimmer und viele haben mir auch schon in die Kommentare geschrieben, 7 ist ganz grottenschlecht. Also es geht gar nicht, den habe ich bis heute aber noch nicht gesehen. Hier ist es ja so, dass auch Mauser, Jauser aus Teil 2 und 3 weg ist wieder. Es kommt ja Lieutenant Harris wieder. Mhm. Tatsächlich finde ich Mauser den besseren. Also da, wo immer alle sagen, Harris. Nein, Mauser war schon cool irgendwie. Hallo. Ne? Natürlich. Ja. Olli, ich muss am Kamerad Mauser. Das war doch so ein richtig großer Arschkriecher, oder? Ja. Es ist natürlich so, dass Police Academy 4, man sieht es natürlich auch an der Freigabe ab 6 hier, schon auch ein anderer Humor ist als 1. Also 1 finde ich echt klasse. Das ist für mich eine Kultkomödie. Ja, der erste Teil. Ja, das ist ja, der hat alles, der ist spritzig, ja, schnell erzählt, ja, flott, hat Star Power mit an Bord. Und das Ganze wurde dann ja irgendwie für mich, finde ich, sehr, sehr zurückgefahren für einen sehr kindlichen Humor, viel Klamaukram. Ja. Und ja. Ich glaube, der erste hat ja nicht sogar noch eine 16er-Freigabe. Der hat eine 16er-Freigabe bis heute. Und ich muss natürlich sagen, was die natürlich gut gemacht haben damals, waren die Cover, ne? Die Zeichnung. Ja, dagegen kann man nichts sagen. Kann man nichts gegen sagen. Aber vom Film her muss ich wirklich sagen, ähnlich, was wir eben gesagt haben über Halloween, viele Filme, unfassbar viel Leerlauf. Also ich kann mir das richtig vorstellen, wie du da im Kino weggeschnorchelt bist. Ja. Und man muss sagen, immer noch 2,2 Millionen Zuschauer hat das Ding gehabt 1987. Ja. Der vierte Teil dieses Franchises. Eben. Ja. Gut, kommen wir zu Platz 9. Ja. Olli, bei dir war der Film jetzt völlig raus aus dem Gedächtnis, ne? Ja, absolut. Also ich kann da gar nichts mehr zu sagen. Okay. Außer, dass ich bei der Ballonfahrt eingeschlafen bin. Auch an die Wachszenen, wo ich wach war, kann ich mich nicht erinnern. Okay, das ist gut. Ich hoffe, Olli kann zum nächsten Film ein bisschen mehr sagen, weil ich habe richtig Blut geleckt, was diese Käsestange angeht eben, als du die weggeknuspert hast. Ich habe jetzt auch Bock auf eine Käsestange. Ja. Der auf Platz 9 in dem Jahr war Platoon mit 2.481.083 Zuschauern. Ja, genau. Einer davon war Olli. Ja, ich war im Kino, das stimmt. Ich habe es auf DVD. Olli hat es auf Blu-ray. Inzwischen auf Blu-ray. Oh ja, auch ein geiles Cover, ja, Olli. Hammer. Vor allen Dingen auch Wendecover, ne? Das ist immer wichtig. Aber sieht echt geil aus, finde ich. Platoon. Ja, Platoon. Farbesetzung pur, ne? Was fällt mir als erstes dazu ein? Ob ihr es glaubt oder nicht, die nackte Kanone. Wo er mit Priscilla Presley sich halb totlachend aus dem Kino kommt. Ja. Und im Hintergrund oben steht Platoon. Ja, genau. Genau. Sehr schön. Ja, ja, und wie gesagt, habe ich auch 1986 im Kino gesehen. War ja der... Ja, es war immer so eine Konkurrenz zwischen dem und Full Metal Jacket, der war es. Im Endeffekt der ja im selben Jahr. Ja, das ist es ja. Ne? Der eine von Oliver Stone, der andere von Stanley Kubrick. Aber ich finde sie beide gut, vor allen Dingen der hier, ja, der bringt einen auch zum Überlegen. Wenn man jünger ist, ist das für einen irgendwie nur ein Kriegsfilm. Ja. Aber wenn man den später guckt, macht man sich über viele Sachen so Gedanken. Finde ich auch. Das geht mir bei vielen Filmen so. Mhm. Nicht nur bei dem. Filme, die ich mittlerweile ganz anders sehe, wo ich auch ernste Untertöne oder eine Kritik, eine gewisse Gesellschaftskritik wahrnehme heute, ja, die ich damals als Kind oder Jugendlicher gar nicht so begriffen habe. Ja, eben. Ne? Und ähnlich ist es natürlich hier ein hochspannender Film. Ich finde Charlie Sheen mal in einer ernsten Rolle. Ja, war ja auch eine seiner ersten. Finde ich klasse. Wie gesagt, ein ganz junger Johnny Depp ist auch dabei. Ja, Johnny Depp. Ja.
William Dafoe. Oder Willem. Willem. Aber ich finde, der spielt die Rolle sehr geil von diesem. Ja, er ist ja mehr der gute Sergeant. Der andere Sergeant Barnes ist Tom Berenger, ja, ein Schwein vor dem Herrn. Genau, das ist ja so. Der auch vor Zivilisten nicht halt macht. Aber er ist halt so, er hat wohl auch viel Übles erlebt, wie man an seinem Gesicht schon sieht. Ja, ne? Vernarbt. Ja. Ne? Jo. Und tatsächlich ist es ja so, gerade diese Filme auch, die so in Vietnam spielen, viele davon basieren ja zum Teil auf wahren Begebenheiten. Das ist ja bei dem Verdammten des Krieges genauso mit Michael J. Fox und Sean Penn. Und es ist schon, also wenn man sich überlegt, dass im Krieg tatsächlich scheinbar sämtliche Regeln und Gesetze der Zivilisation fallen, sind wir nur noch wilde Tiere. Und sowas zeigen mir diese Filme immer. Ja. Gesetzlose wilde Tiere, tiefste Abgründe werden wach. So sieht's aus. Na? Oliver Stone war ja selber in Vietnam. Mhm. Also der hat da ja auch seine eigenen Erfahrungen verarbeitet. Ja. Wie viele junge Amerikaner sind nach Vietnam gegangen mit irgendeinem, was weiß ich, Ziel oder auch Ideal, Idealvorhaben? Ja, natürlich, natürlich. Und sind als Heroin-Junkies zurückgekommen. Ja, natürlich. So. Völlig desillusioniert. Ja. Es ist ja auch so, es scheint ja wirklich so gewesen zu sein, wie es ja auch in diesem Film immer wieder durchscheint. Es wird so heroisiert, dieser Krieg. Du, für dein Vaterland ziehst du denn, du kommst als Held zurück. Und die meisten davon kommen entweder gar nicht mehr wieder oder sind gebrochene Menschen. Gebrochen oder werden in der Heimat verhöhnt, weil die USA eigentlich den Krieg auch verloren hat. Mhm. Ja. Mhm. Sind jetzt keine Helden dann im Genau. Sondern Verlierer. Ja. Sehr gutes Thema dazu, finde ich, geboren am 4. Juli. Tom Cruise. Sehr Hammer. Guter Film. Sehr, sehr guter Thematik. Film. Ja, absolut. Naja, und der zeigt hier halt auch so die ganzen menschlichen Abgründe so untereinander. Genau. So, sie sollen ja eigentlich zusammenhalten, das ist ja eine Armee, oder? Und dabei sind sie so unterschiedlich, ja, genau. Und die eine Seite hält zu dem Sergeant Barnes und die anderen zu dem Sergeant, wie heißt der, Elias oder was, ne? Ja, und dann gibt's dann auch Zoff untereinander. Zoff untereinander, aber auch gute Action-Szenen dann. Alles absolut, dran, handwerklich super gemacht, natürlich. Absolut. Knaller. Ein guter Film. Guter Antikriegsfilm, muss ich sagen. Guter Vietnam-Film. Guter Beitrag dabei. Und was ich auch bei solchen Thematiken immer finde, es ist genauso wie bei Die Verdammten des Krieges oder auch hier Platoon. Es gibt immer Stoff hinterher zum Diskutieren und drüber reden. Ja. Viel. Ja, bei Leslie Nielsen und Priscilla. Ja, die auch. Aber die sehen ja alles in dem Film wie auf rosa Wolken, weil sie verknallt sind und können über alles nur lachen. Ja, so ist das, Ja, Olli, Platoon. Ja, Platoon. Ja? Sehr geiler Film. Sehr schöner Film, ja. Das war unser Platz 9, 1987 in den deutschen Kinos. Jetzt kommen wir zu Platz 8. Und damit sind wir bei Der Reise ins Ich mit 2.614.597 Zuschauern. Und somit auch einer meiner Lieblingsfilme. Toller Film. Toller Film, den ich nicht habe. Gibt es den noch zu kaufen irgendwo? Ja, aber auch hier, ne? Out of Portemonnaie oder wie sagt man? Ja, out of print. Leider wirklich nur billig. Ja. Mit FSK-Flatschen. DVD. Ich weiß auch gar nicht, Leute. Ihr seid ja immer besser informiert. Er kriegt es nicht mehr mit dem Licht. Ich habe ja nun auch nicht so die Zeit, mich ewig um was zu kümmern, obwohl ich kann ja auch selber recherchieren. Aber gibt's den schon auf Blu-ray? Ich glaube nämlich nicht. Das glaube ich nicht. Und ich denke auch nicht mehr, dass der noch kommt heutzutage. Ja, und das ist echt scheiße, weil das ist ein Top-Film der 80er. Ja, Top-Film der 80er. Mit Dennis Quaid, Martin Short, Meg Ryan in Hochform. Und natürlich Lars Dampfer, Bennett. Ist der auch dabei? Ja, der spielt doch den Kleinen. Der Vernon Wells. Der verfolgt in den kleinen Roboter. In dem Roboter. Hammer. Auch die Effekte sind toll. Also der ist auch echt lustig, finde ich. Ja. Vor allem, wo dann der hier Martin Geister, Schork, anfängt die Stimme zu hören. Und so. Das ist so er hört die Stimme, weil in seiner Blutbahn oder in seinem Körper ist ja dieses U-Boot mit Dennis Quaid. Ja, schnelle Zusammenfassung. Ja, erzähl mal. Also es ist mal wieder ein Militärexperiment. Dennis Quaid ist ein ehemaliger Pilot auch von der Navy oder ist ja auch egal. Er hat sich aber freiwillig erklärt. Und zwar wollen sie einen Menschen in einem U-Boot auf so kleine Größe schrumpfen und ihn dann über eine Spritze in den Körper eines Kaninchens jagen. Mhm. Das ist ein Test, ein Versuch. Mhm. Ja, aber bevor diese Spritze im Kaninchen landet, wird das Labor überfallen, wieder von irgendwelchen Feindlichen und so weiter und so fort.
Der Doktor muss fliehen mit der Spritze in so ein Einkaufszentrum, der andere verfolgt ihn. Und dann wird er angeschossen und noch bevor er zusammenbricht, drückt er da den wildfremden Menschen die Spritze Martin rein. Short. Ja, und das ist Martin Short. Und Dennis Quaid ist dann praktisch mit seinem U-Boot in Martin Short, was aber weder der eine noch der andere weiß. Ja. Dennis Quaid denkt jetzt, er ist eigentlich im Kaninchen. Mhm. Wundert sich dann, warum alles so komisch ist. Genau, warum die Organe nicht da sitzen, wo sie eigentlich beim Menschen sitzen. Genau. Ne? Und beim Kaninchen. Und dann fliegt er wohl hoch irgendwie bis zum Auge oder was. Dann koppelt er sich an mit so einem Sensor, genau, damit er durch das Auge gucken kann. Und dann merkt er, er ist gar nicht in dem Kaninchen. Herrlich. Er ist da irgendwo in so einer Arztpraxis, wo Martin Short natürlich gleich hingerannt ist, weil er Stimmen hört und so. Genau, genau. Also echt witzig, ey. Echt ein witziger Film. Ein toller Film, sagen, er hört dann Stimmen. Und ich glaube auch, in der Szene irgendwie, wo er sich ankoppelt an den Augapfel, dann merkt Short das auch irgendwie und er reift dann und all sowas. Ja, ja. Und es ist einfach so, er darf dann nicht sich aufregen, Martin Short zum Beispiel, weil das Adrenalin sonst steigt, die Magensäure und all sowas. Also ein Film, der vor Kreativität und tollen Effekten strotzt, ja. Tempo hat, Witz hat. Auch seine Träume immer. Er ist ja Kassierer in so einem Supermarkt. Dann wird der Alten da und die Kasse, wo sie dann da, was weiß ich, $500,000 anzeichnet. Ja. Echt geil. Ja. Ich habe so gelacht zum Teil damals. Ja. Habe ich auch im Kino gesehen, wie gesagt. Der Film war ja auch sehr erfolgreich hier mit 2,6 Millionen ja, Zuschauern. Der war erfolgreich, im Gegensatz zu anderen, was echt noch schwer überraschen wird später. Also was ich sehr spannend finde bei diesem Film, ich finde, das ist ein herausragender Film, ich finde, das ist ein Geheimtipp mittlerweile, weil ja, ich finde, der Film hat so gut wie keine Aufmerksamkeit. Nee, wenig. Also ne? Die Reise ins Ich, da wird fast nie drüber geredet irgendwie. Das ist so ähnlich wie auch, finde ich, mit Life Force. Ja, ist das Gleiche. Ja, ja. Das ist das Gleiche. Auch ein super Film mit geilen Effekten dabei, ja, diese ganzen Bodymake-Szenen. Und für mich natürlich sehr populär und bekannt, weil 80er. Ne? Ja, absolut. Ja. Mittendrin. Viele sagen ja immer, das ist eine Art Remake von Die Fantastische Reise mit Donald Pleasant. Ist es aber nicht. Ist es für mich gar nicht. Also es ist natürlich von der Thematik, Mensch wird geschrumpft in so einem U-Boot irgendwie. Ja. Aber in dem Original ging es ja um was ganz anderes. Es ging ja um die Operation von diesem kranken genau, Typen. Da ging es darum, dass das gleich von Anfang an in einen Menschen geht, ja, der krank ist und genau, von innen was operiert wird. Genau. Der aber auch sehr geil ist, muss ich sagen. Muss ich auch sagen. Für die Ende der 60er. Mhm. Ne? Habe ich auch in der Sammlung. Gucke ich auch mal wieder. Habe ich leider noch nicht in der Sammlung, aber ich kenne ihn noch damals aus hier. Ja, da lief er hier öfter, ne? Ja, Hammerfilm. Ja, Reise ins Ich kann ich jedem empfehlen, der so ein bisschen auf Sci-Fi, Komödie ja, noch steht. Absolut. Ne? Dennis Quaid gefällt mir auch sehr gut, Meg Ryan sowieso. Ja. Ich glaube, die beiden waren zu der Zeit ja ein Paar, ne? Ja, genau. Hm? Hier ist er übrigens. Ja, da ist er, genau. Ja, Hammerfilm, toll. Platz 7. Und da haben wir auch wieder so einen unvermeidbaren Film aus einem unfassbar bekannten Franchise. Da ist nämlich Asterix bei den Briten ja, mit 2.937.686 Zuschauern. Den kann ich euch nicht zeigen. Ich kann ihn euch natürlich auch nicht zeigen. Dazu muss ich einfach jetzt mal sagen, ich habe bis heute und auch früher nie einen Bezug zu Asterix gehabt. Habe ich nicht. Und ich weiß, das sind so viele Leute, die immer, oh, Asterix, so ja, geil, ja, so cool. Und habe ich ihr weggelesen. Das Problem ist ja, Olli hat mich viel geprägt. Und ich glaube nicht, dass Asterix ein großes Thema bei ihr war. Ich hatte, glaube ich, 2 oder 3 Hefte von Asterix. Ja. Also ich habe ja eher so Comics gelesen wie Tim und Struppi, genau. Clever und Smart. Ja. Als Hefte sowieso Mickey Mouse dann eher und Yps-Heft. Aber ich habe zum Beispiel von Walt Disney immer die lustigen Taschenbücher ja, gekauft. Genau. Aber es war ja mal abwechselnd. Eine Ausgabe Mickey Mouse Goofy, ja, andere Ausgabe die Ducks. Genau. Ducks. Ich habe nur die Ducks gekauft. Mickey Mouse und Goofy hat mich nie interessiert. Stimmt. Ja. Na? Dann gab es aber auch noch so schöne Hefte wie Gespenster oder Spukgeschichten. Mhm. Habe ich aber auch nicht regelmäßig gelesen. Was glaubst du denn, was die Faszination für Asterix ist oder war? Also war. Gibt es Asterix, wird ja immer noch fortgesetzt, ja, irgendwie so locker, ich glaub, ne? Da gibt's noch aber ist die Fanbase noch so eine riesige wie damals, so 80er Jahre, 70er, 80er? Kann ich dir ja nicht sagen, weil ich das ja nicht weiß. Warum hast du denn da kein Interesse dran gehabt? Nee, weil ich auch nie so speziell, also ich weiß ich nicht, hat mir nichts gegeben, nee, ehrlich gesagt. War nie der Asterix-Fan. Nee. Gut. Ja, warum hat mir das nichts gegeben?
Ja, du weißt ja, bei manchen Sachen ist das halt so. Ist halt so. Da hat man keinen Bezug zu, ne? Ja. Gut, das war Platz 7. Jo. Ja? Kommen wir zu Platz 6. James Bond 007, der Hauch des Todes mit 3.106.367 Zuschauern. Ja, habe ich. Habe ich auch. Ja, dass du den hast, da brauchen wir ja nicht. Habe ich ihn nur einmal. Du hast ihn so gleich. Ich habe ihn in dieser DVD Special Edition. Ja. Der erste Timothy Dalton Bond. Und der ist tatsächlich, sag mal, ist Lizenz zum Töten, ist aber ein 16er, ne? Ja, meine ich doch. Ja, Hauch des Todes, Timothy Dalton, sein erster und vorletzter. Wobei ich ihn als Darsteller gar nicht schlecht fand, ehrlich gesagt. Nein, also er war schon ein guter. Was mir nicht so gefiel, war die deutsche Synchrostimme für ihn. Echt? Ja, finde ich nicht so gut. Das hat unser Vater auch mal bemängelt, weiß ich noch, im Kino. Weil vielleicht passt sie zu Timothy Dalton, aber nicht zu Bond. Mhm. Finde ich persönlich. Mhm. Du findest wahrscheinlich auch zu klar, zu hell, ne? So? Ja, zu neselig. Zu neselig. Zu neselig, ja. Ja. Was Garten aus Herr Müller. Nee, das war ja was anderes. Das war Louis die Finesse, ja, da wollen wir auch nochmal ein Ranking irgendwann machen. Ja, ey, wir haben so viel. Ne? Ihr könnt auch Rankings vorschlagen. Immer rein damit. Wir suchen übrigens nicht nur Rankings von Schauspielern, das können auch Regisseure sein, Actionfilme, Sci-Fi-Filme, Soundtracks, Szenen, Filmszenen. Ja. Alles Mögliche. Genau. Filmposter, Motive. Und was ich übrigens nochmal sagen wollte, Olli, wir müssen uns auch mal so ein bisschen den Mädels widmen. Ja. Also Mädels. Ich würde gerne mal ein Ranking machen. Über Mädelsfilme? Zu irgendeiner Schauspielerin da bestimmen. Ja, natürlich, klar. Wer fällt dir da ein spontan? Womit, zumindest eine, mit der du 8 Filme hast in der Sammlung. Das ist jetzt eine Frage, die kann ich spontan beantworten. Musst du erstmal alle durchgucken jetzt, ja. Okay. Gut. Ja. Gut. Jo. Ja, machen wir dann bei Zeit, also bei Carrie Fisher würde ich noch auf 8 kommen. Ja. Ja. Zum Beispiel Sigourney Weaver. Wie denn? Wieso? Ja, was hast du denn noch mit der? Ghostbusters 1 und 2, ja. Alien 1, 2, 3, 4. Ja. Dann habe ich mit ihr noch, ja, und da ist dann schon aus. Stimmt. Ja. Aber mit Carrie komme ich auch. Ja, das sind dann die Star Wars Filme, die 8. Das sind, ja, ich habe ja auch noch hier den mit Tom Hanks, meine teuflischen Nachbarn. Den habe ich auch noch. Dann spielt er Blues Brothers. Blues Brothers habe ich auch noch. Ja, also da kommt schon was zusammen. Ja, Mensch, und das ist rankingwürdig dann auch. Ja, das ist, ja. Man kann alles. Man kann alles. Wir wollen ja nur drüber reden und fachsimpeln. Ja. Ne? So sieht's aus. Ja, James Bond. Ja. Dann, Olli, wie war das für dich damals, der Übergang von Roger Moore zu Timothy Dalton, den ja dann doch wieder sehr realistisch eher anlegt? Ja, obwohl ich ja Fan von Roger Moore bin, den ich persönlich ja noch sogar vor Sean Connery still. Ja. Aufgrund meiner Geschichte, aber ich bin ja mit ihm aufgewachsen. Mhm. Muss ich sagen, dass mir das gar nicht so doll damals wehgetan hat, als ich den gesehen habe. Und war schon in Ordnung, ja. Also ich war jetzt nicht da, nachdem ich den im Kino gesehen habe. Scheiße, okay. Du hättest besser gemacht. Ja. Überhaupt nicht. Mhm. Na. Aber es ist jetzt auch nicht so ein Bond-Film, wo du sagst, den gucke ich immer wieder jetzt hier oder ständig. Der Hauch des Todes. Auch der ist für mich persönlich einer der schwächeren Bond-Filme. Ja. Im Gegensatz zu seinem zweiten, der für mich ganz oben immer mitspielt. Ja. Und immer Top 3 ist. Ja, immer. Ja, ja. Lizenz zum Töten. Da werden wir bestimmt 89 noch zu dem Film kommen. Das glaube ich auch. Ja. Ja. Und tatsächlich muss ich mal sagen, ich habe auch noch mal reingeguckt, ich meine, das Ding hat jetzt 3.106.000. Mhm. Im Angesicht des Todes mit Roger Moore hatte noch 3,5 Millionen. Und Roger Moores Bond-Filme früher, so Moonraker und auch In tödlicher Mission, die waren jenseits bei 5 Millionen. Ja, ja, genau. Also das Interesse an Bond hat im Laufe der 80er schon abgenommen. Vielleicht kam es auch daher, dass es immer mehr Action-Buddy-Filme irgendwie gab. Ja, genau. Ja, auch die 80er war ja das Jahrzehnt dann von Arnie und Sly. Ja, 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 ja. Genau. Ist ja so, ne? Ich meine, großartig andere Actionstars, die jedenfalls in der Größe von den beiden, gab's ja nicht. Nee.
Natürlich gab es viele Actionstars, aber die waren niemals auf der Ebene wie die beiden. Ne? Chuck Norris, Steven Seagal haben es nie geschafft, in die Riege aufzusteigen. Obwohl ich Chuck Norris Filme liebe, wirklich. Und ich bin froh, dass ich da einige habe. Da könnten wir auch ranken. Da können wir auch ranken, da habe ich auch einige von. Ja. Oder hier Dings, Bruce Willis, ja eigentlich auch nicht. Eigentlich war Bruce Willis ja erst mehr in den 90ern. Er hat zwar mit Stirb langsam 87 am ersten, aber die Karriere richtig hatte er doch eher in den 90ern. Ja, er hatte ja angefangen mit TV-Serien und so, Model und der Schnüffler und so, ne? Genau, mit der Blonden. Aber so richtig durchgestartet und einem riesigen Publikum bekannt wurde er erst mit Stirb langsam. Ja, genau. Na? Eben, ja, und alle anderen, die es da gab, Dolph Lundgren, Jean-Claude Van Damme, ja, das ist aber alles zweite Liga, nicht die beiden. Genau. Also die erste Liga bestand in den 80ern nur aus den beiden, für mich. Ist so. Ist so, ja. Ist so. Ja, Leute. Dann sind wir mal wieder zu Bond kommen. Da sind wir mal wieder bei Bond. Ich meine, es ist trotzdem ein guter Film, den man immer wieder mal gucken kann, also... Ne, da gibt es noch etliche Bonds, zum Beispiel die letzten fünf, die alle weit dahinter kommen in meinen Rankings. Also die letzten fünf tauchen in meinen Bond-Ranking gar nicht. Es ist ja so, Olli kann ja auch mit Daniel Craig gar nichts anfangen. Also wo ich noch sage, er hat schon so ein paar Facetten, wo ich sage, ja, okay, kann ich mit leben. Aber Olli ist wirklich so jemand, der sagt, Daniel Craig ist für mich nicht James Bond. Nee, überhaupt nicht. Ne? Überhaupt nicht. Schlechteste Wahl, oder? Ja. Und wenn du jetzt sagen würdest, James Bond, das muss ja weitergehen jetzt. Was würdest du denn sagen? Wie würde das denn weitergehen müssen? Das Problem ist ja, ich kenne ja auch viele Schauspieler, so unter 40 gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wer da wirklich auch optisch und so in Frage kommen könnte. Ey. Ja. Also ich bin da wirklich, also... Also tatsächlich ist es selbst bei mir als Bond-Fan so, dass ich mittlerweile sage, ich brauche keine Bond-Filme mehr. Ich habe gute Bond-Filme auf Blu-ray. Ja, das kommt noch dazu. Ich bräuchte sie nicht. Ich brauche keine Weiterführung dieses Franchises. Brauche ich nicht. Nee, also jedenfalls auch nicht nach den Plänen, was sie da haben. Ich weiß ja nicht, was sie planen. Also mich würde ja mal interessieren... Ja, Gerüchte sagen ja vieles. Mich würde mal interessieren, wenn sie Bond ansiedeln würden, tatsächlich in der Zeit, in der die Romane entstanden sind. 50er, 60er Jahre. Ja. Des letzten Jahrhunderts, Jahrtausends. Ja. So, in der Zeit. Ja. Und dann naturgetreu wirklich so, ja, wie James Bond, die Gefährte waren, aber wahrscheinlich klappt das von der Ausstattung her wieder nicht. Ich wollte mich gerade sagen, guck dir mal Christiane F. an. Ja. Der Film von 1981, der ist natürlich total authentisch, weil der nur zwei, drei Jahre nach dieser... Genau, danach gedreht wurde. Und dann gab es vor einigen Jahren diese Serie, die kam schon optisch mit den ganzen Gebäuden. Wird ganz anders. Diese Zeit zurück. Wird ganz anders. Das geht gar nicht. Es ist so. Ist so, wirklich. Es ist einfach so, und ich kann ja auch immer wieder nur sagen, wie willst du eine Figur wie James Bond, frauenverschleißend, saufend und rauchend, macho durch und durch, wie willst du den Mann transferieren in die heutige Zeit, ohne dass du den Charakter völlig... zur Seite schiebst. Bevor die das versuchen, sollten sie doch lieber jetzt aufhören damit. Ne? Ja. Sag ich mal. Ja. Wirklich. Es gibt halt Charaktere, die wurden so geschrieben, auch von ihren Erschöpfern oder Erdenkern, Erfindern. Ja. Und das sollte man auch dann so lassen und respektieren, auch wenn das eine andere Zeit war. Mein Gott, ey. Ein Bond ist nun mal so. Ein Bond ist ein Kerl. Der Wolf, der raucht, aber der ist auch schlau. Mhm. Sportlich gut drauf. Mhm. Ja, der hat alles, ne? Alles das, was wir nicht haben. Wie würde Dings sagen, hier der aus Sheldon Cooper? Er hat fundiertes Wissen über alles. Wer ist denn Sheldon Cooper? Na, dieser aus dieser komischen Studentenserie da. Mit diesen komischen Nerds da. Mhm. Kenn ich nicht. Ja, Olli, das war der James Bond-Film des Jahres 87. Ja, genau, der Hauch des Todes. Jetzt haben wir gar nicht viel über den Film geredet. Action. Nee, hat er aber auch nicht für einen Bond aus der Zeit nicht gerade viel. Nicht so viel, wenn du das vergleichst mit den Moore-Bonds. Octopussy, tödlicher Mission, was da teilweise für Stunts vorkam. Aber ich meine, so viel Action braucht ein Bond auch nicht, wenn man sich die älteren ganz alten anguckt. Ja, ist so. Ne? Und wie gesagt, ich finde ja Timothy Dalton sehr, sehr gut als Bond. Ich glaube, Olli auch, nur er mag die Synchronstimme nicht. Ich mag die Stimme nicht. Von Lutz Riedel. Ich mag den gerne. Habe ich ja eben genauso gesagt. Timothy Dalton mag ich auch. Ich habe nie was anderes behauptet. Und wie gesagt, Lizenz zum Töten ist mal einer meiner absoluten Lieblingsbond. Ja. Mal Platz 3, mal Platz 2. Das hat Olli aber schon gesagt, beim ersten Kinobesuch. Als wir beim ersten Mal im Kino waren, hat er nach einer Stunde, glaube ich, gesagt, einer meiner Liebsten jetzt schon. Ja. Na? Ich glaube, ja. Ja. Gut, Leute, kommen wir zu Platz 5. War ja auch mal eine ganz andere Story.
Achso, Entschuldigung. Das war eine ganz andere Story. Er wurde rausgeschmissen aus dem Secret Service sozusagen. Und auf sich gestellt, ne? Faust, ja. Seine Rache. War halt eine Rache-Story. Aber zu dem Film werden wir wahrscheinlich 89 kommen noch. Natürlich, natürlich. 89, schätze ich, wird zu Januar, Februar kommen. Nächstes Jahr. Ja, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Das denke ich auch. Wenn man jetzt noch so das Ranking betrachtet, was noch kommen soll, dann wollen wir noch eine Weihnachts-Challenge machen. Ach nee, da kommt ja noch 88. Ja, dann rechnen wir eher mit März, April. Obwohl da schon wieder die Oster-Challenge kommt. Ollis Gedanken überschlagen sich gerade. Wir gucken einfach. Ja, ich bin rechnet mit gar nichts. Ich gucke nie zurück. Mein Blick ist immer nach vorne gerichtet. Ja, Yoda. In Wirklichkeit lebe ich einfach fast nur. Deswegen hat er hier 500 Filme aus den 80ern und 70ern. Filme, Platten, Spielzeug, andere Sachen. Ich gucke immer nach vorne. Ja, ich lebe wirklich oft noch wie früher, so gedanklich. Auch wenn ich hier so manchmal dann vor mich hinschwelge. Manchmal gucke ich auf YouTube einfach nur ein Video, wo eine halbe Stunde Werbespots aus den 70er und 80er laufen. Ja, finde ich auch sehr geil. Ja. Und schon bist du wieder zurück in der guten alten Zeit. Genau, ey. Heute, ja doch, heute war das auf der Arbeit. Habe ich auf dem Handy geguckt. Ja. Da, wo Roland Kaiser Knallaster Kardei verlassen hat, weil ich doch so fertig habe ich auch die Tage gesehen, wo er rausgegangen ist. Das war so geil. Wobei ich mich dann immer frage. Du Trellerlein, Quatsch, heiß hier Rotte. Echt, ey. Wussten denn die Leute damals nicht, auf was sie sich einlassen, wenn sie zu Kardei gehen? Also wirklich, der Dallas war doch bekannt dafür. Dass sie fertig gemacht werden. Ja, Logo. Ey. Und die Sendung so schön politisch unkorrekt. Ja, von vorne bis hin. Keiner hat auch nur ansatzweise drüber nachgedacht, was er da sagt. Und muss ich jetzt dran denken, dass irgendjemand mir das vorwirft. Jeder konnte einfach so sein, wie er wollte. Ja. Platz 5 im Jahre 1987 war das Epos Der letzte Kaiser mit 3 Millionen. Ja. 124.114 Zuschauern. Den habe ich nicht. Ich auch nicht. Hast du ihn gesehen im Kino damals? Nein. Auch nicht? Ich kenne den Film überhaupt nicht. Obwohl du oder fast alles gesehen hast. Ja, aber es gab ja auch Ausnahmen. Es gab ja auch gewisse Filme, die nicht in unserem ehemaligen Stammkino liefen. Ne? Mhm. Es war ja nicht so, dass alles da lief. Ja. Gerade bei der Vielfalt an Filmen, die in den 80ern so kamen. Ne? Genau. Ja. Das war Vielfalt. Und wenn du dann nur ein kleines Ortskino hast mit nur einem Saal, ja, da kannst du nicht alles zeigen. Ne? Dann musst du jeden Tag einen anderen Film zeigen. Die Frage ist auch, ob mich das damals interessiert hätte, die Thematik vom letzten Kaiser. Weniger. 3.124.000 Leute können nicht irren, Olli. Nee. Sie waren drin? Ja, der war bestimmt auch. Ich denke mal, das waren 3.100.000 Lehrer. Innen und 24.000 Schüler, die mitgeschleppt wurden. Ja. Weil sie es gucken mussten. Die Frage ist for future. Da haben sie die Umfrage gemacht, warum bist du denn heute? Ja, meine Lehrer haben mich gezwungen. Oder der andere, ja, besser als Unterricht. Und der nächste, ich verpiss mich gleich, Playstation. So stehen die dahinter. Ja. Kommen wir zu Platz 4. Schnell abgehalftert hier den 5. Platz. Beverly Hills Cop 2 mit 3.441.234 Zuschauern. Haben wir, glaube ich, in derselben Edition, ne? Hilft ja nicht. Oder in diesem Dreier-Set. Ja, dann kannst du deinen hinstellen, dann kann ich meinen nämlich gleich drin lassen. Da sind die ersten drei drin. Ja, genau. Axel Foley. Läuft 4 eigentlich schon, oder lief der schon, da kommt der jetzt. 4 ist Netflix. Ach, das ist Netflix. Wie alles heutzutage wird alles auf Netflix. Ja. Die heilige Kuh, deswegen kenne ich auch nichts mehr. Nee, ich habe kein Netflix. Mich auch und gar nicht. Die ganzen Stars, von denen ich immer wieder sage, was ist eigentlich mit dem und dem? Ja, die tummeln sich mittlerweile alle auf Netflix. Und wie ist hier der hier? Wie soll hier, du siehst bis nicht zu sehen. Ja, ich habe Natti gerade gezeichnet. Die sitzt hier. Die sitzt da. Jo. Lisa Weppen. Weiß ja nicht, wieso. Ja, der neue, ist das auch so ein Netflix-Produkt? Drehen die den schon? Ey, das soll fast fertig sein. So keine Ahnung. Ist der Mel Gibson jetzt der Regisseur? Keine Ahnung, ey. Also ich finde das nur so peinlich für diese guten alten Schauspieler, dass die bei mir persönlich fallen die immer mehr in Ungnade, dass sie so einen Scheiß noch mitmachen. Haben die doch echt nicht nötig. Was soll das? Und jeder, der ein bisschen aufpasst heutzutage, auch die, auch Mel Gibson muss doch mitgekriegt haben, dass das alles nach hinten losgeht seit Jahren. Ja. Trotzdem machen sie es. Ich weiß jetzt nicht, wie Beverly Hills Cop 4 eingeschlagen ist oder ich habe davon noch nicht mal fast richtig was mitbekommen. Ja, aber ich weiß auch noch nicht, ob der überhaupt schon läuft oder laufen wird. Doch, glaube ich. Mhm.
Auf naja, Netflix, aber ja nicht im Kino, da suchst du ja vergebens. Gut, aber jetzt sind wir bei Teil 2. Ja, ich muss dazu sagen, Olli muss reden, weil ich habe die Box, ich habe bis heute weder 1, 2 noch 3 gesehen. Ja, ich kann mich auch nicht mehr viel an Teil 2 erinnern. Hier ist übrigens Teil 2, damit ihr seht. Jo, kann ich mich ehrlich gesagt... An 1 kann man sich natürlich immer erinnern. Das war auch ein Film, den ich oft gesehen habe. Teil 2 liest denn schon nach bei mir persönlich, ehrlich gesagt. Ich weiß noch, Jürgen Prochnow hat da den Bösen gespielt. Brigitte Nielsen ist dabei, ne? Immer wieder dabei. Ey, Leute, ich habe mich auch vorher jetzt gar nicht mehr, ich dachte, jo. Ich bin auch echt schockiert, wie wenig wir über die Top 10 wissen. Ja. Das ist ja hier heute ein unqualifiziertes Gefasel über diese Filme. Naja, über die Filme, wo wir was wussten. Ja, da haben wir ordentlich vom Leder gelassen hier. Ja, aber wie gesagt, Beverly Hills Cop 2 habe ich auch 3 nachher. Eigentlich ist 1 nur und das hätte auch gut sein müssen, finde ich. Im Grunde ist es doch nichts weiter als ein weiterer Polizeifilm. Ja, mit flapsigen Sprüchen, natürlich. Oder? Oder es ist doch... Ja, typisch Eddie Murphy, ne? Pack die Knarre ein, Kumpel! Das ist ja auch irgendwie schon nicht mehr der Eddie Murphy, wie er noch in nur 48 Stunden war, oder Glücksrennen. Naja, ich sag mal so, der ist ja nur auf freier 12 hier, der andere war ab 18 das, früher, die in nur 48 Stunden. Ja, wahrscheinlich inzwischen auch schon ab 12, wer weiß. Das glaube ich nicht. Nee, glaube ich 16, glaube ich, ne? Ja, immer noch. Mhm. Ja, Leute, also Teil 2, wenn ihr ihn gesehen habt. Hast du ihn im Kino gesehen, weißt du das noch? Nee, auch nicht. Auch nicht? Nee, auch den habe ich nicht im Kino gesehen. Teil 1, ja. Warst du verreist 87, weil... Irgendwas war 87. Also ich muss jetzt mal dazu sagen, ja. Olli hat ja gerade bei den Jahren so 83, 84, 85 getrumpft, ohne Ende. Ja. Und hier 87 merkt man aber so, Olli war nicht ganz da. Ja, da sind andere Dinge in meinem Leben auch geschehen, glaube ich. Ja, damals, ja. Was auch so ein bisschen von diesem ganzen Filmthema abgelenkt hat. Okay. Um das mal so auszudrücken. Mhm. Gut. Jo. Beverly Hills Cop 2. Ich hoffe, ihr habt noch Spaß an dem Video. Tut mir leid. Gut. Olli und ich sind auch ein bisschen mehr fokussiert auf die Stangen und Nüsse hier zwischen uns. Ja. Bin noch lange nicht so oft da rangekommen, wie ich wollte. Nee. Kommen wir zum Platz 3 des Jahres. Mm. Ein Überflieger vor dem Herrn, der auch einen zweiten Teil erhalten hat. Und ich glaube sogar noch einen dritten. Kann das sein, nicht auch noch einen vierten? Ich weiß es nicht. Crocodile Dundee. Mit Paul Hogan. 5.758.937 Zuschauer. Und damit 2.300.000 mehr als der Vorgängerplatz Beverly Hills Cop 2. Ja. Olli holt ihn raus. Ich habe das Ding nie in der Sammlung gehabt. Habe ich in dieser guten alten DVD-Box. Widescreen Collection, ja. Hieß sie damals. Mhm. Und was hat natürlich einen Wendekamp oder war gar nicht das hinten nur drauf? Das ist ein uraltes FSK, ja, da gab es noch keinen Wendekamp. Da gab es das nämlich noch gar nicht. Da gab es das nur ganz klein hinten drauf. Was mich aber jetzt wundert, in Deutschland hat er eine 12er gehabt. Da sind da noch andere Zeichen drauf. Da ist er erst ab 15 frei und so. Stimmt. Na, da ist Deutschland mal nicht so streng. Naja. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich weiß jetzt nicht, was das rechtfertigt, dass es fast eine 16er Freigabe sein soll in anderen Ländern. Ja, weiß ich auch nicht. Crocodile Dundee, Olli, damals im Kino gesehen? Auch den im Kino gesehen und passend zu den anderen Filmen kann ich auch genauso viel dazu sagen. Gut, du hast ihn in der Sammlung und aber noch nicht so oft geguckt. Ich habe ihn dann natürlich auch damals auf Video geguckt, habe ich ihn ja auch kopiert. Mhm. Und jetzt auf DVD habe ich ihn ein Jahr ungefähr vom Flohmarkt gefunden. Aber noch nicht geguckt. Geht ja irgendwie um eine Reporterin, die soll eine Reportage über ihn machen also, und er ist halt so ein... Genau, sie hatte was über ihn gelesen, dass er einen Kampf mit dem Krokodil wohl hatte. Ja. Und fliegt dann nach Australien, um ihn zu treffen. Genau. Da kommt es dann zu mehreren lustigen Situationen. Sie sind dann zusammen irgendwie im Busch da. Genau. Ne? Und dann er rettet sie auch irgendwie von einem Krokodil und dann kommt er mit nach New York. Genau. Und da ist ja wohl auch die bekannteste Szene, die mit dem Messer, die wohl jeder immer noch kennt. Die mit dem Messer und die mit dem Inhalieren. Ja, genau. Ja, im Großen und Ganzen, ja, ist ein unterhaltsamer Film, aber für die
Fanbase, die da hat oder so, sage ich mal, ist für mich überbewertet. Völlig. Ja. Tatsächlich ist das ein Film, der war Grund, dass meine Frau, als ich sie kennenlernte, mit mir nie Indiana Jones gucken wollte, weil sie Indiana Jones verwechselt hat mit ihm. Und sie mag kein Krokodil Dundee, sie mag ihn überhaupt nicht. Schwerer Fehler. Und das ist ja das, was viele früher gemacht haben, diesen Vergleich Indiana Jones und Krokodil Dundee. Ja, die kann man überhaupt gar nicht vergleichen. Nee, eben. Nur weil er jetzt auch einen Hut trägt. Da gab es dann eher schon einen Vergleich mit Quatermain oder hier ja. Michael Douglas mit seinem. Genau. Aber er hat ja nun gar nichts mit der Thematik zu tun. Gar nicht. Er ist ja mehr so ein Tier. Naturbursche. Naturbursche. Kein Schatz. Genau. Er ist so. Gar nicht. Nee. Gar nicht. Käsestange. Und es ist ja so, den zweiten Teil habe ich dann tatsächlich gesehen, 2 Jahre später, 1 Jahr später im Kino. Und da hat man schon ganz kräftig gemerkt, dass man sich ordentlich eine Story aus den Fingern saugen musste. Da ging es ja dann darum, er ist dann in New York, ist es glaube ich, geblieben, bei seiner Freundin, bei dieser Reporterin. Und die hat irgendeine komische Story über so einen Drogenheini gemacht. Ja. Und dann nimmt er sie ja mit zurück nach Australien und diese Drogenheinis verfolgen ihn dann irgendwie dahin und da räumt er dann ja mit denen im Busch auf. Und das war schon weit weg von der Grundidee von Crocodile Dundee eigentlich. Zu geradeaus voraus. Ja, genau. Das war so. Ja. Ne? Also ich habe bis heute nie diesen Drive für Crocodile Dundee gekriegt. Nie. Genau, nein. Noch nicht mal in der Sammlung, wie gesagt. Meine Frau brauche ich damit eh nicht kommen. Wenn die Paul Hogan sieht, schaltet die schon ab. Weiß nicht warum. Ich finde jetzt Paul Hogan jetzt nicht der Verkehrteste. Ja, also jetzt nicht wegen seiner Optik, aber ich meine, ey, es wird immer ja so ein Wink gemacht. Paul Hogan, Crocodile Dundee. Ja, aber woher kenne ich ihn sonst noch? Crocodile Dundee 2 doch. 3. Ja. 3 ist doch in Los Angeles irgendwas. Ach, Sascha. Crocodile Dundee in Los Angeles? In L.A.? Ja? Flucht aus L.A. Ich meine, gute Figur da gehabt. Hier, guck mal. Da steht er mit dem Telefon und Badetuch begleitet. Ja, auch dazu können wir wieder jetzt nicht übermäßig viel sagen. Nee, was willst du auch sagen dazu? Ganz im Ernst jetzt mal. Ach, Story hat sogar Paul Hogan selber auch gemacht. Ja. Ja, beruht wohl auf irgendwelche Warnleute da aus Australien, die es mal gab, die so eine Krokodil-Hunter waren. Ja. Mir hindert die. Nein. Crocodile Dundee. Ja. Hast du den zweiten auch? Nein. Will ich, brauche ich nicht, will ich nicht. Gut, dann weiß ich, was du kriegst zur Weihnachtschallenge als Geschenk. Übrigens, vorhin, bevor wir angefangen haben, hier sagt man dem Video, standen wir so vor meinen Regalen und ich habe zu Sascha gesagt, wenn ich jetzt wirklich aussortiere, die Filme, die ich echt nie wieder gucke, und auch eigentlich gar nicht haben will. Ja. Dann habe ich wieder die Hälfte leer. Ja. Und habe wieder Platz. Ey. Ist so. Und ich muss mal einen ganz großen Dank aussprechen an Kalli, unseren Kumpel aus Berlin, bei dem wir ja waren. Der hat irgendwann mal zu mir gesagt, weil mein Berg der Schande ja auch immer mehr anwächst. Und ich ja irgendwie so für mich so immer gesagt habe, ja, ich will ja schon alles gucken. Ne? Aber er hat gesagt, Sashi, wo du von vornherein kein Interesse dran hast, sortier es rigoros aus. Befreie dich von dem Ballast. Denn es ist einfach so, ich muss die Filme gucken aus den Genres, wo ich wirklich Bock drauf habe. Und vor allen Dingen will ich ja auch Filme gucken aus meiner bestehenden Sammlung immer wieder. Was nützt es mir, wenn ich jeden Film behalte und es nimmt ja nur Platz weg. Ja, eben. Wo ich eh weiß, das ist nicht mein Ding. Du hast ja auch genug Filme wahrscheinlich, wo du sagst, gucke ich nie wieder. Ja, habe ich ja gesagt. Na? Und gucke ich nie wieder. Und ich habe auch ein paar, die würden rausfliegen, weil das leider auch vom Flohmarkt mitgenommen, nicht lange drauf geguckt, oh geil, Bad Boys, ja. Aber ist cut. Ja, will genau. Ich auch nicht mehr haben, genau. Weißt? Solche Dinger. Ja, fliegt alles raus. Das ist dein Crocodile Dundee, Olli. Das ist mein, der würde wahrscheinlich jetzt nicht mit rausfliegen. Nee, das glaube ich auch nicht. Nicht, weil es ein 80er ist und das ist ja mein Jahrzehnt, darum. Ja, ich muss zwar auch nicht alles aus den 80ern haben, wie zum Beispiel der Chorus Line nicht. Hatten wir ja auch schon. Ja, mehrmals. 84, wo war das? 86, irgendwie so. Hatten wir ja auch mehrmals die Geschichte zu mir rausgeflogen. Ja. Ja. Kommen wir zu Platz 2. Ja. Und da haben wir Otto, der neue Film. Ottos zweiter Streich im Kino. Mit 6.458.957 Zuschauer. Das Rohr neigt zum Biegen. Die glorreichen 7! Ich habe ihn noch in dieser schönen alten VHS. Ey, sehr geil. Ja. Body.
Nee. Otto. Otto 2, muss ich sagen, gefällt mir immer noch sehr gut, ja. Auch nach Otto 1. Otto 2 ist auch richtig witzig, finde ich. Wo willst du denn hin? Ja, ich bin hier bei Nati kurz. Ach so. Also ich finde Otto 2 auch noch richtig witzig, muss ich sagen. Otto 2 ist sehr, sehr gut. Ja. Ich musste gerade an die Katze aus Hackfleisch denken. Otto 2 steht dem ersten im Nichts nach, finde ich. Nee, finde ich auch. Aber der ist auch gewachsen bei mir über die Jahre. Ich liebe ihn. Ich liebe Otto Walkes. Ja, gut. Damals ist es natürlich noch so gewesen, das war alles noch relativ frisch und so. Heutzutage ist natürlich, Otto wiederholt sich seit Jahrzehnten selbst. Ja, natürlich. Ja, in den Gags, natürlich. In den Witzen. So richtig was Neues hat er sich nie erfunden, wie ich finde. Nö. Es sei denn, diese komischen Zwerge im Wald oder was das war. Ja, aber das ist auch nichts vergleichbar mit diesem anarchischen Humor dieser Filme. Nee, überhaupt nicht. Also das kannst du überhaupt gar nicht vergleichen. Wahrhaft nicht. Er sucht seine Gabi. Ja, aber die ist nur auf Ambossspitz. Gabi ist auf Ambossspitz. So Amboss, der Radiator. So eine Krümel in der Kehle. Ja, das hat er auch schon. Hat er vorhin schon am Fenster, vor dem Video, stand da draußen. Und hustete sich die Kehle aus dem Leib. Ja. Und ich schrie dann dahin zu ihm, was ist los mit dir? Er hat einen Krümel hinten an diesem Zipfel hängen. Von den Nüssen. Denn er hat schon vorher auf den Nussteller gegriffen. Nee, die Reste sind in der Küche in den Tüten noch. Okay. Und seine Gabi, die strunzend dumm ist im Übrigen. Ja, natürlich. Hat natürlich nur Augen für Amboss, den Rabiator. So ein Typ wie Terminator. Ja. Arnold, so, ne? In Anlehnung an den halt. Genau. Und auch Anlehnung an Rocky gekreuzt mit Drago. Genau, Rocky gekreuzt mit Drago. Also Dolph Lundgren eigentlich. Ja, weil Dolph Lundgren mit der USA-Fruse. Genau, es gibt ja auch noch eine Reminiszenz an Rocky 4, wo Otti gegen ihn boxt. Otti Lee! Ja, gut, das finde ich schon wieder ein bisschen zu albern, diesen Boxkampf. Ja, da hüpft er ja immer so um ihn rum. Ja, eben. Das waren so die ersten Auswüchse, was dann in Teil 3 ja Überhand nahm auch. Ja. Dieser Humor, der ja gar nicht mehr funzt. Nee. Und Otto hat einfach den Fehler gemacht, in Teil 3, ich nehme mal meinen schon mal weg, Otto hat für mich den Fehler gemacht, dass er in Teil 3 viel Kram eingebaut hat, der heute nicht mehr funktioniert. Wie zum Beispiel eine Steffi Graf einzubauen, damals Tennisass. Oder einen Loriot einzubauen, der damals mit Ödipussy gerade ein Jahr vorher in den Kinos war. Ja. Kennt also, heute gar keinen. Kennt kein Mensch mehr. Und wenn diese Szenen heute zu sehen sind, würde jeder so sagen, was soll das jetzt? Ja, wir wissen das. Und das ist dieses Ding schlecht gealtert, weil der Film heute nicht mehr wirkt. Nee. Aufgrund dieses. Zwar Teil 2 macht das noch sehr, sehr gut. Ja, aber ich meine andererseits, zum Beispiel in Hilfe, die Amis kommen. Ja. Also ein Willy Milovic, der... Ja. Kommt immer noch gut und witzig drüber. Ja, aber auch nur bei uns, weil wir ihn kennen. Kein Mensch aus der jüngeren Generation kennt. Also dasselbe Ding wie bei Otto. Ist schon so. Ja, ja. Eben. Also Loriot ist ja sowieso mehr Steffi Graf, weiß ich nicht. Otto, der neue Film? Ja. Ja, ein guter Film. Der Hausmeister. Der Hausmeister und seine Tochter. Durchtrieben und rassistisch. Ja. Durch und durch. Genau, und... Die Tochter ist ja die, die eigentlich auf Otto steht. Oder was. Das ist ja die will. Schwester von Hannes Jennecke. Ach was, das wusste ich wiederum nicht. Ja. Deswegen hat sie ja auch denselben Nachnamen. Anja Jennecke. Ja, das wusste ich nicht. Steht hinten drauf. Ja. Ute Sander ist dabei als Gabi. Der zweite Otto-Film. Mehr Gags, mehr Spaß, mehr Otto. Ja, das würde ich jetzt so nicht sagen, weil ein Hauch bei mir vorne hat immer noch Otto 1. Ja, eins. Natürlich. Also, kann auch mal ein Otto-Filme-Ranking machen. Nee, das gibt's schon. Also, ja, wieso? An Teil 1 ist natürlich, kommt auch. Die 5 Otto-Filme gibt es dann, die Filme im Wald? Ja, aber ich kenne die gar nicht mehr. Also, ich meine, ich habe die Otto-Filme gesehen, aber Erinnerung gleich null, wie auch bei den anderen. Otto 4 waren wir sogar noch der Liebesfilm im Kino. Ja, das war ja der mit der roten Nase. Guck ihn nicht auf die Nase. Ja, war das nicht der? Ja, und das große Finale ist irgend so eine Fernsehshow, wo er da 20 Minuten rumtanzt und wir fast eingeschlafen sind. Ja, genau. Ja. So sieht's aus. Und der 5. war das mit diesem Schiff. Katastrophenfilm. Ja. Ganz, ganz furchtbar. Und ich glaube, den habe ich schon gar nicht mehr gesehen. Ich habe den im Fernsehen gesehen. Ich dachte, ich gucke keinen Otto-Film. Ja, das ist auch das. Ist na? Nicht mehr das, was es ist. Nein. Gut.
Otto, wie gesagt, der neue Film auf Platz 2. Kann euch nur noch mal zeigen. Videokassette. Rüssel Records. Ja. Kylie. Die Seife, die bis in die Achselhöhle reicht. Und sich da verlustiert. Auch als Häpfchen. Aber das waren ja Medikamente. Das war ja keine Seife. Gut, Leute, Seife ist ja nicht als Zäpfchen ein. Willkommen im Quark-Haarstudio. Brett. Bei schlechtem Wetter. Auf jeder Party, um ihr Getränk abzustellen. Zack. Oh, so, ja, Platz 1. Ja, 87. Ist Saschas natürlich. Dirty Dancing. 8.700.248 Zuschauer. Und damit nochmal 2.300.000 mehr als Otto. Ja, das ist schon Wahnsinn. Also ich glaube, Dirty Dancing hat auch damals diese extreme Werbekampagne. Muss. Ja, ja, schon allein wegen dem Lied. Das dudelte schon monatelang vorher in den Charts rum. She's Like the Wind? Von ihm, oder? Nee, das, was sie immer. Das, was sie immer. Time of My Life. Time of My Life, dazu, wo sie tanzen, ne? Aber viel besser gefällt mir der von Patrick Swayze, gesungene She's Like the Wind. Du, ich. Kennt, noch nie gesehen, den Film doch. Nee. Noch nie gesehen, ja, Dirty Dancing. Nein, nicht. Hat auch deine Frau nicht in der Sammlung. Nee, um Gottes Willen. Überhaupt nicht drauf. Na, ich dachte, die macht das Ding aus einer anderen Welt nicht. Das auch unter anderem, aber den hier. Für mich tatsächlich in den Top 100 bei mir. Ich habe tatsächlich nur Flashdance. Kommt noch nicht mal ansatzweise an den für mich ran. Ich habe auch gesehen, habe ich. Footloose und Flashdance. Kevin Bacon. Aber in der Sammlung habe ich nur. Und nur Samstagnacht hier mit Travolta 77. Ja, den habe ich nicht. Den habe ich allerdings die Soundtrack-LP. Saturday Night Fever. Also für mich ist das ein perfekter Sommerfilm, der bringt mir immer wieder Spaß, tolle Tanzszenen dabei, die Chemie stimmt, auch wenn es wohl hinter den Kulissen nicht so war bei Patrick Swayze und Jennifer Grey. Ich mag die Nebencharaktere, ich mag die Musik, den Soundtrack, ich mag alles an diesem Film. Ich liebe Dirty Dancing und bin wahrscheinlich einer von wenigen Männern, die Dirty Dancing liebt. Wahrscheinlich. Würde ich jetzt so sagen. Patrick Swayze, dir ist es eher so ein Begriff aus... Ja, Patrick finde ich gut. Rote Flut? Ja, da sind sie ja beide. Sind sie beide, genau, und ganz jung noch, ne? Ja, natürlich kenne ich auch Roadhouse, der auch sehr gut ist. Roadhouse ist geil. Ich kenne aber auch hier Ghost, Sam, heißt doch Ghost, oder? Ja, Ghost, ja, Nachricht von Sam. Den kenne ich auch. Da wird ja auch Leslie Nielsen. Leslie Nielsen wieder mit Priscilla. Von Töpfern. Presley, genau. Was kenne ich noch mit Patrick Swayze? Einiges. Donnie Darko? Ja, zum Beispiel. Zum Beispiel? Fackeln im Sturm als Ori Main. Hast du die auch? Habe ich nicht, aber ich habe damals ein oder andere Folge gesehen. Ja. Auch wenn ich da jetzt nicht so bewandert bin wie du. Ja. Ja, was habe ich noch? Was habe ich noch? So weiß ich nicht, aber einiges. Ich denke mal, für ein Achter-Ranking wird es bei dir nicht reichen. Nee, das glaube ich allerdings auch. Ja. Obwohl, ich weiß es nicht. Patrick Swayze, Dirty Dancing. Du, ich habe auch so viele Filme, meinen Schandfilm, die ich noch nicht gesehen habe. Wenn ich mir die Cover angucke, da stehen die bekanntesten Namen drauf. Noch nie gesehen. Aber die Filme sagen mir überhaupt nichts. Ja, das ist schon komisch. Kann sein, dass da auch von Patrick Swayze was weiß. Dieser Nussteller, der verführt hier aber ordentlich. Der lenkt mich voll von den Filmen hier heute ab. Ja, ne? Ist schon so. Ist ja auch lecker, ne? Leute, schreibt uns mal rein hier, wie ihr Dirty Dancing findet, ob ihr auch zu den Leuten gehört, die sagen, oh Gott, und der bescheuerte Patrick Swayze als bescheuerter, arroganter Tanzlehrer dabei. Na, viele bemängeln ja immer an dem Film, dass Patrick Swayze so einen arroganten Typen spielt. Aber meines Erachtens nach hat er ja auch einen Grund, diese Arroganz zu zeigen, weil er halt so ein geiler Tänzer ist. Jo. Und dann muss er sich ewig mit diesem reichen Geschmeister in diesem Ferienclub auseinandersetzen und die bespaßen mit irgendwelchen Tänzen. So, Dirty Dancing, Platz 1, ja. Olli. Ja, das waren wahnsinnige Top 10 heute. Echt? Wir sind regelrecht ausgeflippt hier. Und das war, ich hatte Olli eine Sprachnachricht geschickt und gesagt, ich finde, man merkt langsam, dass es abnimmt. Also was haben wir früher über die Top 10 geredet? Ja, also wirklich. Die Jahre 83, 84, 85, auch 86 noch. So sieht's aus, aber wie gesagt, ich muss auch sagen,
die richtigen Knaller sind alle unterhalb der Top Ten. Und damit fangen wir jetzt an. Jetzt kommen nämlich unsere Filme, jeweils drei, über die wir reden wollen, aus dem Jahr, aus unseren Sammlungen. Und ich finde, Olli fängt an. Ich fange an. Dann kann ich nämlich gleich gucken, ob ich was doppelt habe. Ich habe nämlich noch einen Ersatzfilm mit. Ja, würde ich zur Not auch holen. Ich muss sagen, zwei Filme, die für mich eigentlich persönlich ganz nach oben gehören, die habe ich aber weggelassen. Weil den einen hatten wir erst im letzten Video. Predator. Und der andere ist sowieso ganz knapp unter den ersten Top Ten. Okay. Und ich habe da auch ein paar andere in dem Jahr noch, die ich gerne oben. Ja, wir freuen uns sehr. Ja. Ne? Ich rufe mal kurz meine Liste auf. Um Olli muss, ist jetzt digital unterwegs. Die letzten, ja, ich habe keine Lust mehr. Früher hatte er so ein kleines süßes Notizbuch und jetzt wird er so eine kleine Digitalmaus. Genau. Ich bin jetzt der Zeit angepasst. Also mein erster Wunsch oder Tipp oder was ich gern weiter oben gesehen hätte oder was ich gar nicht verstehe, dass er so tief ist. Mhm. Das ist Platz 36. Ja. Ja, ne? Mhm. Habe ich auch. Mit 610.739 Zuschauern. Unfassbar. Und ich konnte ich nicht glauben. Und ich dachte, bis ich dieses Zahl gelesen habe, das war damals ein Top-Hit in dem Jahr. Ich hätte gedacht, eher Top 10. Ja, das habe ich eigentlich auch gedacht. Ja, aber er war nur 36. Und es handelt sich um zwei stahlharte Profis. Habe ich in dieser 1 bis 4 Kollektion. Collectiones. Hast du wahrscheinlich auch dieselbe. Ach nee, du hast die Blu-ray, die DVD. Lethal Weapon, zwei stahlharte Profis hieß das Ding ja. Ja, zwei Stahlharte. Es hieß nie Lethal Weapon bei uns. Zwei stahlharte Profis. Das kam erst später. Es hieß zwei stahlharte Profis. Und wie du weißt, hatte ich auch da nachher die Originalkassette. Originalkaufkassette hast du. Auf der auch stand zwei stahlharte Profis. Genau. Und niemals was von Lethal Weapon. Nee. Stand nie drauf. In Deutschland waren es zwei stahlharte Profis. Das war ja auch Krieg der Sterne und nicht Star Wars. So war's. Ja. Und tatsächlich für mich das beste Action-Duo Martin Riggs, Danny Glover, was es gibt. Was mich ein bisschen erschreckt ist, die hatten 600.000 Zuschauer in Deutschland und das wurde eine vierteilige Serie, die sehr, sehr erfolgreich war im Großen und Ganzen, aber bei uns gerade mal knapp über eine halbe Million Zuschauer hatte und irgendwo auf Platz 36 unten war. Und Mel Gibson war doch eigentlich schon zu der Zeit ein Star. Ja, ja, klar, durch Mad Max, ne? Ja, Mad Max war ja schon Ende. Eben. Ne? Ja. Also ein bisschen unverständlich, finde ich. Finde ich auch. Ja. Vielleicht ist doch ein guter Actioner. Ja, ich finde die Chemie zwischen den beiden gut. Ich weiß nicht, was da an dem Publikum wieder vorging, wenn man dann sieht, was da oben steht. Auch war Asterix bei den Briten. Ja, gut, aber... Ja, Asterix hat ja eine riesen Fanbase gehabt. Ne? Und das war ja auch eigentlich so, ich glaube, mit dem gingen ja auch diese Police-Buddy-Filme los. Ja. Ne? Ich finde die Chemie halt super. Ich finde, der Film hat später dann noch mehr, aber der auch schon in Ansätzen, einen gewissen Humor dabei, diesen typischen Lethal Weapon-Humor zwischen den beiden. Ja. Knallharte Action. Gute Story. Die Storys waren eigentlich immer einfach irgendwie. Waffenschmuggler, Drogendealer. Ja, was willst du auch bei Polizei? Ja, eben, was willst du da mehr machen? Ja, aber das ist der Film lebt ja einfach auch durch die Charaktere. Durch Martin Riggs hier, Mel Gibson, der selber die Waffe ist. Roger Murtaugh wird irgendwie 50. Aber Martin Riggs ist gleichzeitig schwer selbstmordgefährdet. Aber hallo. Aufgrund des Todes seiner Frau. Mhm. Ne? Ist doch so. Genau. Und wird jetzt dem anderen zugeteilt. Ja. Als neuer Partner. Genau. Der steht kurz vorm Ruhestand, aber nicht mehr lange jedenfalls. Ja. Aber er ist jedenfalls ein alter, ruhiger. Und er ist halt der durchgeknallte Junge, der da jetzt kommt mit. Genau. Der alle möglichen Tricks beherrscht, der sich das Schlüsselbein auskugelt, um aus der Zwangsjacke rauszukommen und nur so mit. Das wird aber, glaube ich, erst in späteren Filmen thematisiert, in Teil 2 oder so, kann das sein? Im Büro? Kann sein. Weil da muss er ja am Ende das anwenden, damit er sich befreien kann. Ja. Ja, stimmt, da geht das ja mit den Nazis aus Südafrika. Genau. Ja. Genau. Stimmt. Also, eine Hammer-Serie mit einem tollen Einstieg, leider viel zu weit unten, sehr wie Olli schon sagt. Ja, sehr gute Actionfilme. Ja. Also. Und wie gesagt, auch die Nebencharaktere sind toll. Ja, auch die Verbindung von Martin Riggs, dass der dann in die Familie so ein bisschen aufgenommen wird, weil er ja selber niemanden mehr hat. Und so. Ich finde das echt klasse. Ja. Finde ich auch. Ja.
Und geil ist auch nachher, wenn Dings mitspielt, hier der kleine. Joe Pesci. Ja, ja. Joe Pesci, den viele ja nervig finden. Ja, ich nicht. Mit diesem, ja, okay. Ja, aber ne? Da gibt's nervigere. Ja, da gibt's nervigere, wo ich mich dann echt frage, ey, Leute. Ja. Ja. Gut. Das war jetzt, wie gesagt, den hätte ich viel lieber oben gesehen als ja. Da. Ich auch, muss ich sagen. Ja. Toller Film. Ja, und so da wir beide den hatten, kommst du jetzt gleich mit deinem nächsten um die Ecke, würde ich sagen. Genau, so sieht's aus. The Third Tip. Der nächste Tipp. Olli zieht wieder ja, die digitale Welt. Ich muss kurz gucken, wo nach war. Vorn. Der war auch weiter oben, glaube ich. Wahrscheinlich wird er im nächsten Jahr alles, was er hier hat, streamen. Platz 21. Also mein nächster Tipp. Tipp, ich sag mal Tipp. Was ist denn das? Ja, also ja? Mein nächstes Ding, mein persönliches. War damals auf Platz 21 mit 1.139.955 Zuschauern. Und das war die wirklich glorreiche Verfilmung Die Unbestechlichen. Mhm. Ist ja auch ein Remake, soviel ich weiß. Keine Ahnung. In irgendeinem uralten Film. Ja? Ja. Mhm. Aber natürlich die Rollen, ein Robert De Niro als Al Capone. Ja. Kevin Costner als der Agent da vom FBI oder nee, stimmt ja gar nicht. Der ihn jagt auf jeden Fall. Ja, er kommt ja von diesem Schatzamt. Connery als Straßenpolizist, der den er sich ins Team holt. Ja. Wie heißt der andere noch? Andy Garcia. Mhm. Und dann der Kleine mit der Brille. Und das ist so das Team, was dann Al Capone jagt. Und genau. Geht halt um diesen Alkoholschmuggel, ja. Wie das alles. Ja. Und am Ende kriegen sie ihn dann halt wirklich über die Zahlen, über die Bücher, wegen Steuerhinterziehung eigentlich. Mhm. Nicht wegen Alkoholschmuggel oder so. Mhm. Aber der Film selber macht Spaß. Der ist unterhaltsam, der hat Action. Guten Soundtrack an Bord. Guten Soundtrack an Bord. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und hat auch wenig bis gar keine Längen, finde ich. Und ein Top-Cast, wie gesagt. Was ungewöhnlich ist, ist an dem Film in der deutschen Version, dass Kevin Costner nicht die Stimme hat von Frank Laubrecht, der ja unter anderem auch Pierce Brosnan spricht. Ja, genau. Sondern er hat die Stimme, die deutsche von... Weißt du, wessen deutsche Stimme das ist? Deutscher Schauspieler, ganz bekannt. Kevin Costner hier. Uwe Friedrichsen. Nein. Heiner Lauterbach. Das wollte ich sagen. Du. Ja, komisch, ne? Ja. Man erkennt man die auch gar nicht. Kennt man gar nicht, weil eigentlich auch schon zu der Zeit Kevin Costner von Frank Laubrecht immer gesprochen wurde. Hier auf einmal nicht mehr. Was war los? Das ist so ähnlich wie bei Bruce Willis in Stirb langsam 3. Ich habe übrigens, erzähle ich nachher das Ding, aber merken, Heiner Lauterbach, habe ich noch was zu erzählen. Heiner Lauterbach, merken wir uns. Werden wir vergessen es wieder. Also auch den, wie gesagt, hätte ich gerne wesentlich höher gesehen. Hinten drauf steht, als Werbeslogan einer Zeitschrift, der beste Gangsterfilm seit Der Pate. Kann man überhaupt nicht. Tut mir leid, kann ich überhaupt nicht vergleichen, weil tatsächlich ja Der Pate dreht sich um diese Familie, den Zusammenhalt, die Loyalität, die Familie. Ja, das war, entschuldige. Ja. Das hat so geblendet gerade. Ja, den Mafia-Clan halt. Um den Mafia-Clan. Ja. Und ich finde, Der Pate ist halt stinkend langweilig gegen diesen unterhaltsam, schnell erzählten Film. Ja. Wie du schon erzählst. Ich meine, viele lassen ja wirklich auf Der Pate nichts kommen. Ja, weil das ist ja sogar laut einigen, sogar Medien, ja. Der beste Film aller Zeiten. Ja, kann ich nicht nachvollziehen. Nee, ist bei mir nicht mal in den Top 100. Nee. Also das hier ist ein ganz anderes Thema. Das geht ja mehr um die Jagd auf. Genau, die Jagd. Hat auch dementsprechend geile Action-Einlagen. Dann auch schöne Zeitlupen-Szenen. Ja, Kinderwagen an den Bauch. Genau. Wird ja auch persifliert. Ist das die nackte Kanone 33? Ja, glaube ich. Auch die gesamte Szene wird persifliert. Also wir können auch Filme nehmen, wie wir wollen. Sie tauchen immer wieder irgendwo in die nackte Kanone auf. Und dann auch dieser Killer, der heißt ja der Schauspieler Billy Drago. Sagt ihr, das ist ja der im weißen Anzug. Ja. Dann die schon nach ihrem Kind gekommen. Naja, das war doch bei Otto. Schauen Sie nach dem Baby. Auch Teil 2 gewesen. Das Telefon geht. Und dann ist das Baby selber. Ja. Schauen Sie nach dem Baby. Hör jetzt auf.
Jedenfalls stolz, ja, dann bin ich auch vom Dach oder ne? Ja, ja, also. Ja, ja, ein paar deftige Szenen, finde ich vorhin. Connery geht blutig über den Jordan in dem Film. Ja. Ja. Und auch wo er hier, Robert Niro, oder dem anderen da mit dem Baseball spielt. Ja. Da, ne? Ja. Der am Ticke, Tisch, ne? Da, wo er da, ja, das Team. Mhm. Der steht hinter ihm, ja, das Team. Ja. Also, unterhaltsamer, guter Actionfilm. Absolut. Beruht vom Kern her auf einer wahren Begebenheit, aber wahrscheinlich alles drumherum ist fiktiv. So ja. Der Geschichtsaufbau. Glaube ich auch. Ja. Glaube ich auch. Es sind halt nur die Namen, die hat es wirklich gegeben. Ja. So, das klasse. War mein zweiter. Sehr guter Film, muss ich auch sagen. Wir kommen jetzt zu meinem zweiten. Und damit kommen wir wieder zu einem Franchise. Und da habe ich mich noch viel mehr gefreut als bei Lethal Weapon. Wie konnte dieses Franchise so erfolgreich irgendwann werden? Hm. Ja, das war der zweite. Nightmare on Elm Street Teil 2, die Rache. Hm. Und zwar auf Platz 73 mit nur 177.300 ja. Zuschauern. Nachdem der erste doch, naja, auch nicht. War auch nicht, war besser, aber nichts Dolles. Also nicht mal ansatzweise Richtung Top 20, 30. Also Freddy ist in Deutschland erst in Wallung gekommen mit Teil 4. Das war, weil da auch eine riesen Werbekampagne gefahren. Das weiß ich. Es gab es ja auch. Und ich glaube auch Freddy hat seinen Kultstatus eher durch dieses schnodderige, blöde Sprüche-Ding gekriegt. Genau. Und das war in Teil 1 und 2 fast noch gar nicht vorhanden. Bei der großen Masse, wie gesagt, kam er erst mit Teil 4 so richtig durch. Und bei uns Insider VHS-Videotheken-Tricks, wir hatten das natürlich schon. Ja. 1 bis 3, wo er schon alles bekannt. Du kennst auch alle, ne? Von Nightmare? Ja, auch den siebten? Ja, ich habe doch auch die Box da. Ja. Wie findest du den siebten denn? Ja, ist mal was anderes Ding, weil er spielt sich ja selber, ne? Ja. Robert, sagen immer alle so, ja, das ist was anderes ist mal. Ist was anderes, aber, so stinkend langweilig. Hören wir doch erstmal zu. Zähle ich aber gar nicht zu den anderen Freddy-Filmen dazu. Warum nicht? Weil das irgendwie ein Fernsehfilm ist und wie du schon sagst. Das war ein Kinofilm. War ein Kinofilm, okay, dann war das sogar ein Kinofilm. Ja. Aber er ist langweilig. Man hätte vielleicht mehr draus machen können. Nur, dass Robert Englund sich jetzt selber spielt, das fand ich. Also, cool. Das fand ich auch cool. Was natürlich Freddy immer ausgemacht hat, waren ja diese skurrilen Traumwelten. Diese Effekte, nöcher. Ja. Dieses Ding, wo du nicht wusstest, die Hauptfigur ist jetzt in einem Traum, ist es Realität, was ist es jetzt? Und das war ja in Teil 7 irgendwie auch mit diesem nervigen Kind, also diesem Sohn von Heather Langenkamp, die sich ja auch selber spielt. Spielen sich ja alle selber, auch Wes Craven ist ja wieder dabei. Genau. Ja, wie gesagt, zählt für mich nicht so oft. Okay, also bei dir hört es mit 6 auf. Ja, bei mir hört es mit 6 auf. Ja. Die Police Academy auch mit 3 aufhört. Okay. Ja, Teil 2, hast du noch Erinnerungen daran? Ja, ich persönlich finde ihn auch wieder besser wie die große Freddy-Fan-Base. Ja, das geht mir nämlich genauso. Ja, irgendwie ist wohl in den letzten Jahren auch jetzt das Gespräch aufgekommen, dass das der schwule Freddy-Film ist. Ja, genau. Es soll wohl homo hat mich über sexuelle Andeutung geben, noch und Löcher. 30, 35 Jahre wieder irgendwie nie interessiert, tangiert, noch gestört, noch drauf geachtet, aber plötzlich wird das an die große Glocke gelegt. Ja. Genau. Also, nach wie vor ist mir das auch wurscht, weil ich gucke Freddy Krueger-Film. Ich finde ihn ziemlich gut, weil der hat auch noch weniger Humor wieder als Teil 1 sogar. Das stimmt. Ne? Das stimmt. Der ist sehr, sehr düster. Ja. Viele beklagen natürlich immer, dass Freddy hier ja sogar diesen Jungen, der da die Hauptrolle spielt, missbraucht. Der macht ja die Morde für ihn praktisch. Ja. Und sagen natürlich, damit werden die Gesetze aus Teil 1 und späteren Filmen außer Kraft gesetzt. Also viele würden diesen Film gern ignorieren. Ja, können sie machen. Genau, sehe ich genauso. Also jeder hat... Für mich ist das ein guter Freddy Krüger Film, der am Ende sogar richtig geile Effekte hat, als Freddy Krüger aus dem Typen dann nämlich so rauskommt, geil, ne? Vor der Party. Ja. Ich weiß, den Film gab es in meiner Kindheit und Jugend in einer sehr, sehr gekürzten FSK 16 Fassung bei Karstadt zu kaufen, mit diesem original alten Kinoplakat. Für mich ein guter Film, der Spaß bringt und wo ich, wie gesagt, erschreckt war, 117.000 Zuschauer in Deutschland, das ist ja gar nichts. Nee. Und dann wurde es wild. Ja. Teil 3 ist ja dann echt... Ja, Teil 3 ist ja mein Lieblings-Freddy. Der kam ja ein Jahr später dann, ne? Genau. Und der war also für mich persönlich mein Lieblings-Freddy, ne? Teil 3.
Und es kommt übrigens immer wieder, das wollte ich auch nochmal erwähnen, immer wieder in den Kommentaren bei diesen Videos, ja, aber der Film war ja schon 1986 in den Kinos. Es geht hier um die deutschen Starts und die deutschen Laufzeiten in den Kinos. Genau, es geht nicht darum, wann er in Amerika angelaufen ist oder, nee. oder. Sagen wir aber auch nur gefühlte dreimal in dem Video. Ja. Na? Ja. Gut. So, dann habe ich einen haben wir noch. Olli, einen habe ich noch, einen habe ich noch. Und ich weiß nicht, ob ich den jetzt gleich zeigen soll oder ob ich erstmal die anderen beiden erwähnen soll, die ich auch gerne genommen hätte. Ja, kannst du auch machen. Ja gut, ich hätte auf alle Fälle hätte ich gerne in den Top 10 gesehen. Und keine Frage, Platz 34, 664.665 Zuschauer, Predator. Ja. Habe ich jetzt nicht genommen, weil wir den in unserem letzten Video ausführlich hatten. Mhm. Beide auf Platz 2 gehabt. Mhm. Genau. Warum habe ich den nicht genommen? Und der andere wäre natürlich gewesen, ja, Full Metal Jacket. Mhm. Hätte ich auch gerne weiter oben. Wie gesehen. Viel weniger hat er denn als Platoon? Fast 900.000. Echt? Ja, fast. Obwohl das fast gleich Thematik so ein bisschen ist. Genau, den hätte ich auch gerne lieber oben gesehen. Habe ich jetzt aber nicht genommen, weil ich, weil er sowieso schon auf Platz 14 ist. Ja. Platz 14 mit 6 Millionen Zuschauern. Mhm. Hätte ich gerne auch in den Top 10 gesehen, aber muss jetzt nicht unbedingt so sein. Ja. Obwohl ich den besser finde als Platoon, ne? Ja. Aber dafür hätte Platoon jetzt nicht rausfliegen müssen, sondern. Auch da gibt's ja ganz viele Leute, Full Metal Jacket, die sagen, erste Hälfte grandios und wenn es dann nach Vietnam geht, fällt der Film völlig ab. Ja. Die damit dann nichts mehr anfangen können. Die sagen, bis dahin war alles gut, Ausbildung, dies, das, jenes und dann kommt so ein normales Action Vietnam. Genau, Kram. Genau. Wie geht dir das mit dieser Zweiteilung? Ja, finde ich gut. Ja. Finde ich gut. Ich kenne sogar Leute oder zumindest einen Arbeitskollegen, der sagt, der macht eine Hälfte aus. Das interessiert ihn. Echt? Ja. Aber er ist auch kein Filmfan in dem Sinn. Nur wenn wir mal über Full Metal sind, hat er schon mehrmals gesagt, ja, also sobald die Ausbildung rum ist, dann macht er aus. Ach. Nee, das könnte ich nicht. Aber finde ich die zweite Hälfte auch sehr interessant, ehrlich gesagt. Muss ich schon sagen. Ne? Wie diese. Er ist ja eigentlich so eine Art Rebell, dieser Private Joker. Hm. Auch wo er da denn an einer zusammengestaucht wird, er soll das Friedenssymbol ab. Er macht es ja nicht. Mhm. Irgendwie kommt er damit durch. Er hat den ganzen Film über dieses scheiß Peace-Symbol da oben dran. Ja. Ja, ich, wie gesagt, finde den Film sehr geil. Die Ausbildung sowieso, aber darüber braucht man ja nichts mehr sagen. Ich glaube, hier Gunnery Sergeant Hardman ist inzwischen der meistzitierte Filmrolle überhaupt. Ist so. Ist so. Ja. Heftiger Typ. Ja, ne? So, und darum habe ich einen genommen, und das ist immer so schwer, Predator hätte ich natürlich, jetzt habe ich nicht genommen. Ja. Wäre auf alle Fälle jetzt gekommen, hätten wir den letzte Woche nicht schon gehabt. Glaube ich. Darum habe ich, jetzt muss ich den Scheiß wieder öffnen. Was war sein Notizbuch schön. Ja, das stimmt, mache ich auch nächstes Mal wieder. Da stehen ja unsere ganzen Challenge-Aufgaben drin. Achso, haben wir hier. Platz 23 mit einer knappen Million, 998.198 Zuschauer. Mhm. Hast du auch da was? Mhm. Nee. Nein. Auf alle Fälle einer der. Wo ist denn der? Achso, der liegt hier schon. Auf alle Fälle einer. Ja, hätte auch Platz 1 sein können für mich persönlich. Die Fliege. Cronenbergs Fliege. Ja. Ja, aber das ist doch ein 86er Film. Ja, aber in Deutschland 87 genommen. Was da nicht das? Ja, also das ist ja auch einer meiner Lieblingsfilme. Also Special Effects, ne? Practical Hammer. Effects. Hammer. Hammer ohne Ende. Hammer. Okay, ist ein Remake, aber auch aus den 80ern, eins von den guten, als Remakes noch gut waren. Ja. Das ist es ja. Man will ja die gar nicht immer sagen, Remakes sind scheiße, weil sie konnten es ja mal. Ja, eben. Sie haben es ja gekonnt. Es geht ja teilweise hauptsächlich mir immer um die heutigen Remakes, die so lieblos hingebuttert werden und geliebte Filme einfach nur in den Hintern treten. Was gab es damals für geile Remakes? Das Ding aus einer anderen Welt. Ja. Den hier, Blob, der Blob. Auch sehr geil. Kap der Angst. Mhm. Das war in den 90er schon, aber war auch immer noch ein sehr geiles Remake. Ja. Ja. Sehr geil. Toller Film, toller Jeff Goldblum dabei, Gina Davis. Ja, macht richtig Spaß. Der Film ist ultra düster. Finde ich auch. Wie ich finde, ne? Ja. Zum Teil auch, eklig.
Ja, einige ich auch. Für mich persönlich nicht, aber für viele. Ja. Schockierend die Szene, bestimmt für alle gewesen, auch da, wo es um das Armdrücken geht oder eben Knochen guckt raus irgendwie, ne? Ja, natürlich. Also, oder auch, wo er seinen Finger ab. Genau, Finger geht ab. Ja. Ganzen Eitertropfen ja. Fehlen und ja, so. Ja. Und ich glaube, da hat er ja auch in seinem Spiegelschrank, da liegt ja auch alles. Nicht alles. Liegt da nicht sogar sein Penis? Ja, sein Penis liegt da. Ja, ne? Ja. Ja, aber echt sehr gut gemacht, wie gesagt, muss ich schon sagen. Ja, absolut. Hammerfilm. Macht immer wieder Spaß und ich persönlich bin immer noch auf der Suche nach Die Fliege 2, also aus den 80ern ja. oder 90, von wann ist der, weiß ich nicht. 89, glaube ich. Weil es gibt ja auch Die Fliege 2, auch einen alten. Genau, die Rückkehr der Fliege. Ja, den habe ich ja. Ja. Aber leider nur als gebrannten. Ja. Aber hier Teil 2, der ist ja mit Eric Stoltz aus Die Maske. Oder der auch Marty McFly spielen sollte. Genau. Und der ist auch ganz schön glibberig und blutig. Ich glaube sogar noch einen Ticken mehr mit Ekeleffekten versetzt. Der, glaube ich, sogar war auch auf dem Index. Mhm. Oder ist sogar immer noch? Ja, ich finde den nirgends. Ja. Also Österreich vielleicht. Also. Weil man halt erwachsenen Menschen das nicht zutrauen kann, so einen Film zu gucken, ohne dass sie einen geistigen Schaden nehmen. Ich meine, wenn es danach geht, müssten ja in Österreich nur Irre rumrennen. Im besten oder was? Ja. Ja, ist ja so. Überall auf der Welt. Ja. Im freisten Land der Welt werden erwachsenen Menschen Filme vorenthalten, die zum Teil sogar in Museen liegen. Und da Kunst, Dawn of the Dead liegt irgendwo im Kunstmuseum in New York und so, weißt du? Stimmt. Ja, ist so. Ja. Ja, wir haben, also da haben wir Deutsche das echt nicht leicht, was Uncut-Filme angeht und so. Nein, überhaupt nicht. Entweder es ist schon einfacher geworden, aber es ist immer noch ein Grauen. Entweder man geht auf diese Filmbörsen oder man bestellt in Österreich. Ja. Ne? Oder ich weiß, damals haben wir auch letztes drüber geredet, als Saturn noch neu war in Hamburg. Mhm. Die hatten das wirklich unter dem Ladentisch. Absolut. Da ist man bei Saturn hingegangen, hat gefragt, so, sind wir ein bisschen hier unten. Dürfen sie nicht bewerben? Nee, dürfen sie nicht bewerben oder ausstellen. Da hat man sich da wirklich hinter Tresen gebückt. Da war so eine Kiste voll mit den ganzen... Ne? Ja, ganzen genau. Geländer. Das war sehr, sehr geil. Ja, das war echt sehr geil. Aber das schon kurze Zeit später gab es das nicht mehr. Gab es das nicht mehr? Nee. Und Olli hat halt eine traurige Mitteilung. Den Saturn in Hamburg gibt es in der Form nicht mehr, ne? Ja, das stimmt. Das heißt jetzt Technik Village Hamburg. Ja. Und das ganze Gebäude... Es läuft wohl noch unter Mediamarkt, aber mit Saturn hat das gar nichts mehr zu tun. Klasse. Weil die waren wohl auch zusammen zum Schluss. Mhm. Und da soll jetzt aber unten soll noch eine Sportboutique rein. Dann gibt es da noch andere Edelboutiquen jetzt mit drin. Mhm. Das ist also kein reiner Technikmarkt mehr. Mhm. Und physische Medien hier, Blu-ray, DVD, 4K-Scheiben sind wohl auch dermaßen wenig nur noch. Dafür gibt es wohl eine riesige Game-Abteilung und andere Sachen. Ne? Klasse. Ja, der Saturn ist Geschichte. Saturn, Mönckebergstraße, Hamburg. Super. Ja. Und was waren wir nicht stolz drauf, als das Ding damals aufgemacht hatte? Als größter Elektromarkt der Welt. Ja, anfangs. Ja, anfangs. Ne? Dann war es nochmal Europas. Europas, genau. Ja. Ja, vielen Dank für nichts. Ja. Ja, danke. Ja, kommen wir zu meinem letzten für heute. Ja. Und ich möchte mit euch über einen deutschen Film reden. Da kann ich mir schon vorstellen. Der mich gewundert hat, dass er so hoch ist, nämlich auf Platz 15. Mit 506.761 Zuschauern. Sabu, der zweite Schimanski-Film im Kino. Ich finde das sogar ziemlich tief dafür, dass Schimanski damals so populär war. Ja. Schon allein durch die Tatortfolgen und auch den Vorgängerfilm. Absolut. Zahn um Zahn, der ja damals in den Top Ten war. In den Top Ten. Genau. Also da ist der Stern dann doch ein bisschen gesunken und Schimanski konnte einstecken gegen Asterix und den letzten Kaiser. Schimanski. Für mich einer der besten Tatortkommissare, weil einfach völlig gegen den Strich gebürstet. Der Mann hat gesagt, was Trumpf ist. Ich fand die Fälle noch spannend. Ich fand das gut. Ich fand es realistisch. Ich mag Schimanski gern. Ich habe auch die Tatort-Box mit den ganzen TV-Folgen bei mir zu Hause. Und was war im Land los, nur weil Schimanski Arschloch gesagt hat? Und Scheiße.
Und überleg mal, was heute gesagt wird im Fernsehen. Ja. Nachmittags um 3, wo alle Kinder davor sitzen. Absolut. Und hier Götz George, für mich einer der besten deutschen Schauspieler auch. Ja, ja. Und natürlich dieses Traumduo, ne? Götz George. Ja, mit ihm hier. Eberhard Falk als genau, Tanner. Genau. Ja. Die beiden sind einfach klasse. Duisburg. Warum Schimanski jetzt den Sprung auf die Leinwand schaffen musste, weiß ich nicht genau. Weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Ich meine, die Zahlen geben ja so ein bisschen den Leuten recht hier. 1.500.000, das ist ja immerhin trotzdem noch eine stattliche Anzahl. Ja, Teil 1 war ja sogar Top 10. Ja. Teil 1 war Top 10. Ja, also ich kann das nun nicht sagen, ob er der beste Tatort-Kommissar war, weil ich habe eigentlich nie Tatort geguckt. Nee. Auch so ein paar Mal Schimanski habe ich auch geguckt. Ja. Aber die Kinofilme, hast du die damals im Kino gesehen? Nee. Die habe ich nicht im Kino gesehen. Mhm. Seltsamerweise einen anderen Deutschen, der noch in der Liste ist. Ja. Den habe ich im Kino. Den wirst du uns bestimmt gleich vorstellen. Ja, wir machen ja jetzt gleich nochmal den Schnelldurchlauf. Ja. Und wie gesagt, Götz George, ne? Solche Typen fehlen im deutschen Kino. Nur noch angepasst heutzutage. Ich kann das nicht mehr sehen. Es tut mir leid. Ich kann, teilweise geht dir das auch so, wenn du die immer gleichen Nasen wieder siehst. Ja. Ich kann sie nicht mehr sehen. Sie gehen mir auf den Nerv. So. Olli. Ja. Ja, das war's, ne? Das war's, ja. Mensch. Das ging aber schnell. Naja. Eineinhalb Stunden knapp, ne? Ja, wir hatten ja auch nicht so viel zu sammeln. Nee, heute nicht. Es war erschreckend tatsächlich, finde ich. Du wolltest noch ein paar Filme vorlesen aus deiner Liste. Ach, zu Heiner Lauterbach wollte ich noch. Da wollten wir noch eine Geschichte hören, genau. Der synchronisiert nämlich auch den einen Spatten in Full Metal Jacket. Ah. Schneewittchen, glaube ich. Okay. Ich habe nämlich heute mal ein bisschen über Full Metal Jacket und dann habe ich Synchronisation angeklickt. Ja. Und Heiner Lauterbach, wie im Schneewittchen. Ah. Hey, Paul, wie heißt Okay. Albino. Ja, wollte ich nur mal so sagen. Ja, Mensch, siehst du, es gibt so viel sowas, ne? Mhm. Genau wie Sigmar Solbach hier, Kapitän Dallas, aber auch James Stewart in Vertigo. Ja. Wir können auch mal ein Ranking machen mit den besten Synchronstimmen. Zum Beispiel. In ihrem besten Film. Genau. So, wenn man sagt, Manfred Lehmann, deutsche Stimme von Bruce Willis oder sonst welchen Leuten, dass man sich da seinen Lieblingsfilm raussucht und ihn rankt. Ja. Kann man echt machen. Cool. Oder Filme, in denen Synchronsprecher mitspielen. Oh mein Gott! Kommen da die ganzen Söldnerfilme. Ja. Eins mit fünf. Okay, Leute. Ich werde euch mal so ein bisschen schnell vorlesen, was jetzt so unter den Top Ten kam in diesem Jahr. Gerne. Ich gehe jetzt aber wieder nach einer normalen Liste, wo der Dschungelbuch mit drin ist. Mhm. Da hätten wir auf Platz 11 zum Beispiel mit Eddie Murphy auf der Suche nach dem goldenen Kind. Ja. 2,1 Millionen Zuschauer. Mhm. Auf Platz 12 1,9 Millionen Zuschauer Zärtliche Chaoten. Das ist aber nicht der deutsche Film, den ich meine, den ich im Kino gesehen habe. Mhm. Der kommt noch. Jo, was haben wir noch? Ja, Platz 14, Full Metal Jacket. Platz 15 hatten wir. Platz 16, Stand By Me, Geheimnis eines Sommers. Stimmt. Das ist ja eigentlich auch ein Kultfilm. Absolut. Aber wahrscheinlich im Erscheinungsjahr noch nicht so angesagt gewesen. Ich glaube, das ist so ein Film, der hat sich entwickelt über die Jahrzehnte. Ja. Dann gab es natürlich auch mal wieder auf Platz 17 einen schönen Zeichentrickfilm mit 1,3 Millionen. Pfeil wilder Mauswanderer. Ja. Dann hier mit Robert De Niro und ich glaube Mickey Rourke, Angel Heart. Ja, finde ich sehr gut. Ja, ist auch nicht schlecht. Platz 18. Ja. Auf Platz 19, auch den hätte ich gerne oben weiter gesehen. Das Geheimnis meines Erfolges, Michael J. Fox. Absolut. Wo er sich da einfach das leere Büro nimmt. Schnappt und dann sich nach oben arbeitet. Genau, auch gute Geschichte eigentlich. Gute Geschichte. Ist völlig realistisch. Aber Michael J. Fox. Ja, sehe ich auch sehr, sehr gern. Einer meiner absoluten Lieblinge bis heute. Ja. Ist so. Ja. Ja, was haben wir hier noch? Gleich ein Platz danach auf 20. 1,2 Millionen. Spaceballs. Ja. Platz 21, ach nee, den hatten wir eben, die Unbestechlichen. Aber Platz 22, leider auch gar nicht erwähnt heute von uns. 1 Million. Over the Top. Ah, Stallone, ja. Ja.
Klar, noch nicht mal erwähnt. Noch nicht mal erwähnt heute. Viele finden ihn doof. Ich ja. finde ihn richtig gut. Also ich find, auch vom Soundtrack ihn mittelmäßig, her. Mittelmäßig. Ja, nee, ja. ich mag den sehr, sehr gern. Wegen dieser 80er-Atmosphäre und dem Soundtrack. Ja, die hat er, natürlich. Du magst das bestimmt wieder nicht mit dem Vater und dem Sohn, so dieses Ding, ne? Ja, oder? Nein, weiß ich nicht. Ich finde ihn einfach ein bisschen schlechter als andere. Okay. Hätte ich übrigens nie gedacht, ist auch von Canon gewesen. Der ja, stimmt, Canon. Ja. Ja, danach kam dann, was wir eben hatten, die Fliege. Danach dann auf Platz 24, 980.000, die Hexen von Eastwick, ist auch bekannt eigentlich. Jack Nicholson. Dann kommen hier nochmal zwei deutsche Filme, 25, 26, Out of Rosenheim und Der Himmel über Berlin. Ich glaube, das sind so eine Arthouse-Fassbänder-Filme oder sowas. Ja, ne? Denke ich mal. So, dann hier Whoopi Goldberg, 28, Jumpin' Jack Flash. Platz 29, Tom Cruise und Paul Newman, Die Farbe des Geldes. Ja. Ist ja auch eine Fortsetzung ja. von einem älteren Film, wo nur Paul Newman mitgespielt hat. Mhm. Hier sind das, glaube ich, Billardspieler. Ne? Ja, genau. genau. Ist eine habe ich aber nie gesehen, den Film. Ich habe das Plakat zu Hause. Auf Platz 30, dieser Psychokrimi Blue Velvet. Ja. Mit Dennis Hopper. Dennis Hopper, so. Genau. Mit seiner Maske. Ja, danach schon auf 31, Bigfoot und die Hendersons, eigentlich auch sehr bekannt. Den habe ich auch mal gehabt auf VHS. Ja? Ja, ja. Ja, und auf Platz 32, immer noch mit 720.000, eine Familie zum Knutschen. Kann ich bis heute nichts mit anfangen. Nee. Leider viele überhaupt nicht. Viele Jahre. Überhaupt nicht. Kann ich nicht drüber lachen. Ein bisschen zu, weiß ich nicht, ist ja ein holländischer Film. Ja, ja. Also da zündet gar nichts bei mir. Nee, nichts. Also wenig, nichts. Wirklich wenig, muss ich auch sagen. Das ist, weiß ich auch nicht. Ja. Hat nie. Danach, und da gibt es ja auch drei Teile und sogar eine Fernsehserie. Ja, genau, genau. Auf Platz 33 haben wir mit 690.000 diese komische, das ist glaube ich ein Musical, ne? Der kleine Horrorladen. Ja, ist mit Rick Moranis. Ja, ja, genau. Mit genau. dieser Pflanze da immer. Die große Pflanze, genau. Auch nie gesehen. Ja. Ja, danach kommt dann auf halt 34 Predator, was wir eben schon sagten. Zwei Start. Ja, hier kommt jetzt der Deutsche, den ich im Kino gesehen habe. Platz 38. 580.000. Der Joker. Mhm. Peter Maffay. Peter Maffay. Genau, den habe ich im Kino ja. gesehen damals. Ja. Kann mich aber an nichts erinnern. Ja. Nichts. Ich weiß nur, dass es an so ein paar Bilder kann ich mich erinnern. Sitzt er nicht im Rollstuhl irgendwie auch? Ich weiß es überhaupt nicht mehr. Gut, er hat ja gesagt, er erinnert sich ja nichts mehr. Warum frage ich? Ja, eben. Weil ich auch Peter Maffay nicht so mag. Nee. Und so Künstler, die ich nicht so mag, da erinnere ich mich ja auch oft an nichts. Was ja Sinn macht. Ja, eben. Ja, was haben wir hier noch? Hier, der ist auch sehr bekannt. 41, 530.000, Peggy Sue hat geheiratet. Ja. Kathleen Turner. Und dann haben wir tatsächlich noch auf Platz 42 in dem Jahr, immer noch mit 530.000 Zuschauern, Eishandspiel 7. Yeah. Verliebte Jungs. Ja. Also ist immer noch... Immer noch ein Thema gewesen. Die Leute sind immer noch hingegangen. Wobei, lang nicht so weit oben wie die ersten zwei, drei, die wir so hatten. Liebeleien hatten wir doch ja, da irgendwie. Der war ja in den Top 10 genau. auf 3 oder so, ne? Ja, und das nächste ist eigentlich auch schon wieder ein Wunder, weil das eigentlich, man denkt immer, so ein riesen Fan-Franchise ist. Ja. Mit einer riesigen Fanmasse. Aber nur Platz 43 mit nicht mal mehr 600, gerade knapp über 500.000. Star Trek 4, zurück in die Gegenwart. Das ist tief. Verstehe ich auch nicht. Ich dachte auch. Das aber ist, das hatten wir letztes Mal auch schon mit Teil 3. Das hatten 3, wir auch schon. Ja. Der war auch so tief ja, irgendwie. Genau. Wo man immer sagt, es gibt doch so diese Lager, Star Wars oder Star Trek. Ich hätte jetzt gedacht, Star Trek ist genauso groß ja, wie Star Wars. Es ist ja nicht mal ansatzweise. Nee, nee. Also das finde ich auch ziemlich... Mau. Ja, 43. Ja. So, was haben wir noch, was sich zu erwähnen lohnt? Ja, hier Haus 2 auf Platz 48. Mhm. Dann kommen aber auch langsam Filme, die kenne ich auch gar nicht. Aber hier haben wir nochmal Platz 50. Schlappe Bullen beißen nicht. Dan Aykroyd. Ja, und Tom Hanks. Genau. Platz 51, gnadenlos. Hm? Richard Gere. Ja. Guck mal hier, Platz... Naja, das ist egal. Weil das ist eine Wiederaufführung. Ach so. Was haben wir noch hier? Der Profi 2 auf 54, 330.000. Viel zu hoch für mich. Ja, kein weil guter viele Film. Sagen ja... Kein guter auch, Film. Der ist ja überhaupt kein Vergleich zu Nein, Teil 1. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ja.
Ja, dann haben wir noch hier American Fighter 2 auf 56. Ja. Und das Schlimme daran ist, auf 59, drei Plätze weiter, kommt Karate Tiger. Also den hätte ich jetzt ja vor American Fighter. Den hätte ich jetzt auch gedacht. Ja. 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 Aber vielleicht war es der Name hier Michael Dubikoff, ne? Ja, ich meine Karate, ja, wahrscheinlich. American Fighter. Zu Karate Tiger in der Zeit war noch keine bekannte. Karate Tiger finde ich so geil. Immer ja, noch. Immer noch. Film. Echt, immer noch. Das war auch ein typisches Videothekending. Ja. Ja. Ja, ist so. Ja, habe ich ja auch als Steelbook auf dem Flohmarkt geschossen. Habe ich auch, ja. Mhm. Ja, also Karate Tiger ist auf Platz 59, 274.000 Zuschauer. Mhm. Dann haben wir, ja, jetzt wirklich, wie gesagt, es wird immer Mauer. Mauer, die diebische Elster, wir Kinder aus Bullabü. Ah, hier kommt nochmal auf Platz 65, 249.000. Die Feuerwalze, Chuck Norris. Der ist gut. Der ist gut, den habe ich auch. Viele sagen auch sehr rassistisch. Sehr rassistisch in der Synchronisation natürlich auch, ja. Mhm. Ja. Und dann haben wir das lohnt alles gar nicht mehr vorzulegen. Nee, dann lass es. Warte mal. Ja, Nightmare 2 hattest du ja vorgestellt. Ja. Hier auf Platz 78, 170.000 mit Steve Martin, Roxanne. Mit der langen Nase. Ja, tut mir leid, den fand ich auch schon nicht mehr so der toll. War scheiße, ne? Der war nicht gut. Daryl Hannah ist doch, glaube ich, dabei. Ja, genau. Ne? Und auf Platz 77, Brombeer müsste Adriano Stern. Das ist Adriano Celentano, den finde ich gar nicht schlecht. Mhm. Aber Adriano Stern war da natürlich schon filmmäßig am Sinken. Ja, und hier Leute, für die Insider-Fans, Platz 81 und nur 148.000 Zuschauer. Und ich war einer von denen. Masters of the Universe. Mhm. Dolph Lundgren. Dolph Lundgren, ja, als He-Man. Ja. Ja. Das stimmt. No aber two. Wirklich, ey. Also dafür, dass die Fernsehserie und die Spielzeuge so gut liefen, ja, finde ich das hier ziemlich mau, Platz 81. Ja. Ja, ein Platz weiter mit der fast derselben Zuschauerzahl und ich weiß nicht, ob das Bud Spencer ist, Aladdin. Ja. Ist das der Aladdin? Das ist der Aladdin von, ja, Bud Spencer, ne? Genau. Ich wollte gerade sagen, von denen hören wir nun gar nicht mehr viel. Da hören wir gar nicht mehr viel. Na gut, da haben wir mal wieder Buddy. Ja. Ein Platz weiter, 83, Emmanuel 5. Hm. Das ist aber nicht Black Emmanuel. Nein, das ist Emmanuel 5. Ja. Emmanuel. Ja, Emmanuel. Ja, Emmanuel steht woanders. Ja. Oh Gott. Ja. Oh, Sascha, das jetzt kommt auf 85. Mit 134.000 Zuschauern. Mhm. Teen Wolf 2. Ah, doch noch so viel Zuschauer. Ja, ja. 134.000. Ja. Ja. Das, wo alle Michael J. Fox spielen werden. Toddy, komm mal rein. Komm mal rein. Ja, der ist ja weiter oben. Mit dem Geheimnis meines Erfolges. Genau. Aber dass der überhaupt noch drin war. Naja, egal. Dann hier auch mit Steve Martin, glaube ich, drei Amigos, ja, auf 87. Auch wieder Martin Short dabei. Jay, ja, Chase, genau, glaube ich. Genau. Was haben wir sonst noch? Django's Rückkehr auf Platz 91. 109.000. Ja. Aber sagt mir auch nicht. Fand ich nicht so klasse, habe ich mal gesehen. Berchis Abenteuer in Wunderland. Ja, Berchi halt. Interceptor, 103.000. Ja, wie gesagt, das war's dann auch. Das war's, ja, Leute. Also nicht mehr so viele Filme, auch je weiter du runtergegangen bist. Ja, da wurden sie wo dann man auch sagt, es gab aber noch mal ein starkes Mittelfeld auf alle Fälle. Ich bin jetzt sehr, sehr gespannt auf das Jahr 88, weil tatsächlich, ja, so ad hoc fällt mir da gar nicht viel ein zu 88. Wieso? Ja, fand ich mir auch gar nicht so. Roger Rabbit. Ja. Würde mir jetzt einfallen. Der wird wahrscheinlich auch in den Top Ten sein. Das ist, würde ja das einfach widerspiegeln, was immer wieder in den Top Ten, ja, ist. Ja, irgendwelche, genau, Zeichentrickgedöns. Gut, das kommt natürlich auch, Olli, weil das oft Kinderfilme sind. Und Kinder, ja, und Familien rennen zuhauf in diese Filme. Aber rein. Roger Rabbit wurde nicht als reiner Kinderfilm gedreht. Nein. Das, ja, ist ja so ein Mittelding aus allem. Ja. 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 Olli, wir sind durch mit dem Jahr 87. Nein. Doch. Ja. Zwei Jahre noch, Leute, dann haben wir es geschafft. Dann haben wir die 80er hinter uns. Wie gesagt, wir gehen noch keine anderes Jahrzehnt erstmal an, weil wir genug andere Sachen auf dem Zettel haben. Wir werden mal gucken.
Vielleicht kann man das Jahr, die 80er oder das überhaupt das Jahrzehnt nochmal anders verwursten, dass wir tatsächlich sagen, irgendwie Olli und ich ranken aus jedem Jahr unseren Top. Das könnte man nochmal machen. Könnte man. Von 80 bis 89, dass du für 1980 dein Nummer 1 nimmst und ich für mich. Und so machen wir bis 89 in einem Video zum Beispiel. Das wäre so eine Idee. Es gibt unglaublich viele Ideen. Ja, Ideen haben wir mehr als genommen. Genau. Ja. Leute, das war's mit dem Jahr 1987. Ich kann nur nochmal sagen, war vielleicht jetzt heute nicht das fesselndste Video und schon gar nicht so amüsant wie die letzten beiden. Tja. Aber wir haben trotzdem wieder unseren Spaß gehabt. Absolut. Wir hoffen natürlich, ihr auch. Ja. Ballert uns mit Kommentaren voll. Was sagt ihr zu dem Jahr? Eben. Und bitte keine Kommentare von, ja, wieso fehlt denn der und der Film? Ja, guck bitte erstmal in die Liste. Ja. Dann ist es vielleicht ein Jahr später kommt er oder er war schon. Genau. Ne? Ja. Genau. Deutsche Kinotermine. Starts. Genau. Nochmal. Ja. Und ja. Ja, wir freuen uns aufs nächste Video. Auf es wird wieder Fälle wahrscheinlich ein Ranking sein. Genau, nämlich gehe ich mal stark. Haben wir zumindest so locker besprochen. Ja, genau. Oh, Leute, okay. Dann bis zum nächsten Mal. Ja. Viel Spaß. Viel Spaß und schaut Filme. Genau.